Mein Name ist Silvia Kritzinger, ich bin Professorin am Institut für Staatswissenschaft und im Namen des Vienna Center for Electoral Research möchte ich Sie hier ganz herzlich willkommen heißen zu der heutigen Diskussionsveranstaltung mit den österreichischen Spitzenkandidaten und Kandidatinnen für die Europawahl, die am 26. Mai 2019 stattfinden wird. Viel wird über die europäischen Wahlen zurzeit gesprochen. Sie stehen also mehr oder weniger vor der Tür. Und ich gebe Ihnen ein paar Rahmendaten zu diesen europäischen Wahlen am 26. Mai. Und zwar werden insgesamt 374 Millionen Menschen in der Europäischen Union aufgerufen, zur Wahl zu gehen. In Österreich sind das 6,4 Millionen Personen. Und wir wissen aber aus den vorherigen Wahlen 2014, 2009, 2004, dass die Wahlbeteiligung nicht besonders hoch ist bei den europäischen Parlamentswahlen und dass vor allem junge Menschen nicht gerne zur europäischen Parlamentswahl gehen. Und ich gebe Ihnen hier eine Zahl, dass zum Beispiel die Altersgruppe von 16 bis 24 2014 gerade mal mit 29% zur Wahl gegangen sind in Österreich. Die allgemeine Wahlbeteiligung lag bei 45%. Sie sehen also, junge Menschen sind um einiges weniger zur Wahl gegangen, als es der Durchschnitt war. Die Frage, die sich natürlich stellt, wenn so wenige junge Menschen zur Wahl gehen, wie kann man Europa den Menschen näher bringen? Wie kann man Europa den jungen Menschen näher bringen? Wie kann man auch die Meinungen der jungen Menschen mit einbeziehen, um eben Europa, die Europäische Union attraktiver gestalten zu können? Vor diesem Hintergrund sind heute die Kandidaten und Kandidatinnen der österreichischen Parteien hier zur Diskussion und sie stellen sich ihren Fragen und hoffe, dass es eine spannende Diskussion als solches wird. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihr Kommen bedanken, möchte aber auch noch die Gelegenheit nutzen, Dank auszusprechen an verschiedene Personen, die dieses Event hier ermöglicht haben. Das sind einerseits das Team vom Europäischen Parlament, das Team von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und auch das Team vom Veranstaltungsmanagement der Universität Wien. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine spannende und auch faire Diskussion. Danke. Ja, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, ich darf Sie auch noch im Namen eben des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik hier im Audimax der Uni Wien begrüßen. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich werde jetzt nicht wiederholen, was die Professorin Kritzinger schon gesagt hat, sondern quasi ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das hier ist ein Rucksack. Ja. Es ist kein gewöhnlicher Rucksack, das ist ein EU-Rucksack. Und das ist jetzt nicht der Rucksack, der schwere EU-Rucksack, den Sie alle sozusagen mit sich tragen müssen, weil wir Mitglied bei der Europäischen Union sind. Nein, das ist der Rucksack, mit dem ich und der Paul Schmidt sozusagen durch die österreichischen Bundesländer getourt sind, um dort mit Landesvertretern, mit Medien, mit EU-Gemeinderäten, mit Bürgermeistern zu sprechen, um ein bisschen zu hören, was denn die regionalen Anliegen sind. Das war ganz interessant. Sehr oft ist gekommen, wie sind wir als Region vertreten in Europa und wie geht es weiter, auch sehr oft, wie geht es weiter mit der Kohäsionspolitik, also sozusagen bekommen wir auch in Zukunft die gleichen Förderungen, die wir jetzt schon haben. Es gab auch ein paar so länderspezifische Schwerpunktthemen wie Anti-Atom-Politik in Oberösterreich, Glyphosat, warum auch immer, in Kärnten. Sie wissen schon, warum, oder? Innovation, Exporte in Steiermark, Verkehr in Tirol, auch erklärbar. Und Grenzregion, die Frage, die Probleme, die sie als Grenzregion ergeben und Herausforderungen und Personenfreizügigkeit in Salzburg und im Burgenland. Diese Themen, die bei diesen regionalen Gesprächen sozusagen wir in diesen Rucksack gepackt haben, sind dann auch Teil der ersten Fragen, die an die Kandidatinnen und an die Kandidaten gestellt werden. Und ein Teil dieser Gipfeltour war auch immer ein T-Shirt, das, Überraschung, auch den Rucksack abbildet, aber vorne auch was anderes abbildet, und zwar Running for Europe. Sozusagen jetzt für die Go-to-Vote-Phase, für die letzte Phase, rennen wir für Europa. Das machen wir aber auch schon länger. Das war beim Wien-Marathon der Fall. Das war der Fall bei einigen regionalen Läufen in Steiermark und
Kärnten, Oberösterreich. Und das wird auch der Fall sein beim Uni-Run, das ist am 23. Mai, 19 Uhr, zu dem wir auch gerne herzlich einladen wollen, indem Sie sozusagen sich heute noch draußen, dort wo der Bankomat ist, es ist ein bisschen versteckt, aber ihr kennt es alle, wo der Bankomat ist, oder? Dort gibt es einen Stand, da könnt ihr euch heute anmelden noch zum Uni-Run, 23. Mai, 19 Uhr. Dort bekommen Sie die ersten 100, die sich anmelden, ein T-Shirt. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es wichtig ist, bei dieser Europawahl sich zu beteiligen. Noch eine kurze Werbung, wenn ihr wissen wollt, sozusagen wie informiert oder was, welche Positionen haben die Parteien, was macht das Europäische Parlament eigentlich, dann gibt es auf der Website des Europäischen Parlaments die Möglichkeit, in einem sehr umfassenden Pressepaket alle Facts and Figures, was haben die letzten 5 Jahre, welche Gesetzesvorhaben gingen durchs Europäische Parlament, dort finden Sie das. Dann gibt es ein Abstimmungsmonitoring der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Dort wurden über die letzten 5 Jahre der Legislaturperiode ca. 300 Einzelabstimmungen sozusagen in eine Tabelle gebracht, um zu sehen, wie stimmen die österreichischen Parteien zu diversen Themen ab. Es gibt auch eine Möglichkeit, Wahlkabine.at, wo Sie abfragen können, ja, wofür wäre ich eigentlich, wenn ich die Themen anschaue, die in diesem Wahlkampf vorkommen. Und die beste Möglichkeit ist natürlich heute, Sie stellen einfach Ihre Fragen direkt an das Podium, das wir heute hier eingeladen haben. In diesem Sinne kann ich nur dafür werben, stellen Sie Fragen, A, und B, kann ich werben für einen, eigentlich fast einen Triathlon, Uni-Run am 23. Mai, 19 Uhr, Europawahl am 26. Mai und dann auch nicht unwichtig, im Gegenteil sehr wichtig, die ÖH-Wahlen dann am 27. bis zum 29. Mai. In diesem Sinne eine spannende Diskussion. Ich darf an die Moderatorin übergeben. Ja, herzlichen Dank, Georg Pfeiffer vom Europäischen Parlament und Professor Silvia Kritzinger von der Uni Wien. Ich darf euch herzlich willkommen heißen hier im größten Hörsaal des Landes, im Audimax, zu Ask, Hashtag Ask 2019, eure Fragen an die Europakandidatinnen und Kandidaten. In ja, rund 2,5 Wochen wählen wir, also höchste Zeit, um einmal ein paar Fragen loszuwerden, würde ich sagen. Mein Name ist Claudia Unterweger, ich bin Moderatorin beim ORF und meistens hört man meine Stimme auf Radio FM4. Ja, wir freuen uns über das große Interesse, das Audimax ist voll. Ich habe gehört, es gibt auch andere Hörsäle noch, die auch gut besucht sind, wo wir jetzt gerade live hingestreamt werden. Online ist das natürlich im Internet auch mitzuverfolgen, die Diskussion. Also auch herzlich willkommen an alle, die von daheim oder sonst wo aus hier jetzt zuschauen und möglicherweise auch Fragen stellen. Es geht nämlich dann über eine Web-App, kann man dann auch von außerhalb Fragen stellen. Ja, ich darf euch jetzt gleich einmal die Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen, und zwar je nach Größe der Fraktion, der sie im Europaparlament angehören. Zu meiner Rechten sitzt Ottmar Karas von der ÖVP. Herzlich willkommen. Applaus. Zu meiner Linken Evelyn Regner von der SPÖ. Hallo. Applaus. Claudia Gamon ist hier von NEOS. Habe ich das richtig aus Gamon, oder? Ja? Werner Kogler von den Grünen. Dann hätten wir gerne begrüßt Harald Wilimski von der Freiheitlichen Partei, der aber kurzfristig leider abgesagt hat. Und ich darf auch begrüßen Johannes Voggenhuber von der Liste Ein Europa. Und dann steht auf dem Wahlzettel auch noch eine 7. Partei drauf, und zwar die KPÖ Plus. Ich hoffe, ich darf begrüßen im Publikum auch jemanden von der KPÖ Plus, vielleicht auch die Spitzenkandidatin Katharina Anastasiou ist heute nicht gekommen. Das tut uns leid, weil wir hätten fix eingeplant gehabt, natürlich auch ein Statement für die KPÖ Plus. Das heißt, also meine vorbereitete Erklärung, warum die KPÖ Plus nicht am Podium sitzt, die kann ich jetzt sozusagen überspringen. Es ging darum, einfach sozusagen die Parteien am Podium zu haben, die im Nationalrat vertreten sind oder die im Europaparlament vertreten sind oder die Wahllisten, die von einer Partei im Nationalrat unterstützt werden. Und das ist hier der Fall sozusagen. Ich erkläre kurz den Ablauf.
der heutigen Veranstaltung. Also es gibt drei Runden, so ist es zumindest einmal vorgesehen. In der ersten Runde diskutieren wir, wie es der Herr Pfeiffer schon angesprochen hat, die grundlegenden Fragen, die sich aus der EU-Gipfeltour ergeben haben, also sprich die sozusagen von Seiten der Bundesländer auch gekommen sind. Danach haben wir einen Frageblock oder einen Fragenblock, den ihr über diese Web-App Slido stellen könnt. Also auf euren Smartphones könnt ihr da sozusagen Fragen eintippen, wahlweise mit eurem Namen oder anonym, wie ihr das wollt. Und wir werden hier die Fragen am Podium stellen und hoffentlich auch beantworten. Und dann gibt's noch eine Abschlussrunde. Da geht dann ein Mikrofon durch den Saal, also da können die tatsächlich jetzt hier im Audimax präsent sind, Fragen stellen oder nur die hier sind, Fragen stellen. Slido zur kurzen Erläuterung, falls jemand von euch das nicht kennt. Einfach, also wie stelle ich meine Frage über Slido? Ihr geht online auf die Website slido.com. Dort tippt ihr einen Eventcode ein, nämlich #ask2019 und dann die Frage. Eure Frage und wie gesagt, wahlweise mit eurem Namen oder ohne. Und die Fragen werden sozusagen dann ans Redaktionsteam des Europäischen Parlaments geschickt und der Kollege Weber wird dann sozusagen quasi die häufigsten Fragen oder ja, auswählen quasi und wir werden die dann aufs Podium gespielt bekommen. Für die Redezeit haben wir eine Stoppuhr, die wird bedient von der Frau Kollegin Veronika. Ja. Und wir schauen, dass die Redezeit ausgewogen ist, damit hier niemand zu kurz kommt. Runde 1. Es geht los. Wie gesagt, die Fragen aus der Gipfeltour, die sind irgendwie noch übrig, die sind in dem Rucksack, das müssen wir jetzt abarbeiten. Das machen wir hiermit. Es hat sich da immer wieder die Frage ergeben, wie werden die Interessen meines Bundeslandes vertreten innerhalb der EU und wie schaut es in Zukunft aus mit EU-Förderungen? Die EU funktioniert ja als Solidarprojekt, wie wir alle wissen, also das heißt, die reicheren Mitgliedstaaten unterstützen die ärmeren via EU-Budget, also EU-Förderungen und so weiter. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel das Beispiel Irland, da hat das ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten gut funktioniert. Also Irland ist mittlerweile eine wohlhabende Region geworden, dank EU-Förderungen. Daraus ergeben sich zwei grundlegende Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten hier auf der Bühne. Wie sollen in Zukunft Entscheidungen getroffen werden in der EU? Also soll es gehen in Richtung Vereinigte Staaten von Europa, Europäische Republik, oder soll es gehen, sozusagen brauchen die einzelnen Mitgliedstaaten mehr Macht? Wie soll da sozusagen in Zukunft die Entscheidungsfindung aussehen? Und die zweite Frage wäre die Finanzierung betreffend. Wie schaut es aus mit dem Geld? Soll das Modell Irland wiederholt werden? Geht das überhaupt? Wäre das überhaupt noch möglich in Zeiten wie diesen? Und soll zum Beispiel Österreich mehr zum gemeinsamen EU-Budget beitragen? Ja, und damit gebe ich gleich das Wort an, also wir antworten das hier in der ersten Runde nach Fraktionsgröße im Europäischen Parlament, das heißt, der Herr Karas von der ÖVP startet einmal. Ich würde sagen, alle Fragen, also sozusagen, das sind quasi jetzt zwei große Fragen, vorgesehen war, dass jeder und jede von Ihnen 5 Minuten hat, um das jetzt als Block abzuhandeln. Bitte sehr. Ja, zum ersten einmal herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich bin überwältigt, freue mich auch sehr. Im letzten Mal war ich hier selbst als Lehrbeauftragter bei einer Vorlesung. Heute ist es viel spannender. Danke für das große Interesse. Wir brauchen euch. Die europäische Demokratie braucht euch. Und die europäische Demokratie sind wir alle. Und das Europäische Parlament sind wir alle. Wir wählen am 26. Mai unser Parlament. Das größte multinationale Parlament der Welt mit direkt gewählten Abgeordneten und Gesetzgebungskraft. Sonst fast nicht bewusst. Und bei der Europaparlamentswahl, es ist angeschnitten worden, sind mehr Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, als Nordamerika Einwohner hat. Daran seht ihr auch schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur über die Frage reden, Gemeinde, Land, Bund, Europa, sondern vor allem über die Frage reden, welche Rolle spielt Europa als Kontinent in der Welt bei der Gestaltung der globalen Herausforderungen von Globalisierung über Digitalisierung bis hin zum Klimawandel. Wie soll die Entscheidung stattfinden? Keine Entscheidung auf europäischer Ebene ohne Mitbestimmung des Europäischen Parlaments, der Bürgerkammer Europas. Wenn es keine
Denn es ist ganz entscheidend, dass wir den Entscheidungsprozess transparenter machen, dass wir schneller entscheiden, dass wir das Vetorecht hinter verschlossenen Türen und die Erpressbarkeit im Rat beseitigen, sondern dass wir die Europäische Union zum Sprecher des Kontinents in der Welt machen. Sonst werden wir zwischen den Machtblöcken Asien, Russland, Amerika zerrieben. Die großen Megatrends der Zukunft lauten technologische und technische Entwicklung, demografische Entwicklung, Wandel und Klimawandel und die Frage der Verschiebung der politischen Machtzentren von Europa nach Asien. Letzter Punkt, die Frage der Finanzierung. Ich bin einmal sehr dafür, erstens muss man fairerweise dazu sagen, jedes Land zahlt gleich viel. Nämlich vom Prozentsatz des Wohlstandes. Und ich halte das für gerecht. Und jedes Land kann für die gleichen Projekte Geld bekommen, aber die Förderung ist unterschiedlich nach dem Wohlstand und der Bedürftigkeit. Ich halte das für gerecht. Und ich halte es daher für dringend notwendig, dass wir endlich darüber reden, was wollen wir von der Europäischen Union? Was soll die Europäische Union können? Welche Aufgaben hat die Europäische Union? Dann darüber reden, wie viel kostet es? Dann darüber reden, wer zahlt es? Und nicht von Anfang an zu erklären, keiner will mehr zahlen, aber die EU soll mehr tun. Es geht um eine Frage der Fairness, es geht um die Handlungsfähigkeit und um die Effizienz. Daher sollten wir zuerst über die Aufgaben und über die Prioritäten reden. Wenn die EU alles das tun soll, was derzeit die Mitgliedstaaten von der EU verlangen, braucht man ein Budget von 2-3%. Und trotzdem gibt es welche, die sagen, wir zahlen nicht mehr als eines. Daher müssen wir den Spieß umdrehen, zuerst über die Aufgaben reden und dann, woher das Geld kommt. Es gibt ja auch noch Eigenmittel, Stichwort CO2, Stichwort Digitalsteuer und darüber hinaus. Das muss man einpreisen, was wir wollen, wo wir Strukturveränderungen wollen. Und dann wird es für die richtigen Dinge, die richtigen Investitionen und das richtige Geld geben. Denn wenn man es nicht zahlt, kostet die Folge viel, viel mehr. Dankeschön. So. Gut, also auch die Frage jetzt an die Frau Regner. Wie schaut es aus in Zukunft mit der EU? Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? Wo soll es hingehen? Und wie schaut es mit den Finanzen aus? Also einen schönen Nachmittag. Evelyn Regner ist mein Name. Ich bin seit 10 Jahren für die SPÖ im Europäischen Parlament Abgeordnete und auch sehr viel unterwegs, vor allem in Betrieben, eigentlich immer wieder und stelle auch immer Fragen. Was interessiert euch? Was soll ich euch mitnehmen? Insofern ist recht interessant, was man auf einem Gipfel alles in einem Rucksack mitbekommt an Fragen. In Betrieben ist es oft ein bisschen anders. Zu diesen Fragen, die jetzt gestellt werden, Folgendes. Kohäsionspolitik ist absolut wichtig in der Europäischen Union. Sie haben das sehr schön gesagt, Solidargemeinschaft. Ja, das sind wir. Es gibt Länder, die sind reicher, es gibt Länder, die sind ärmer. Und wir sehen das ja auch in Österreich, wenn wir es runterbrechen. Es gibt Bundesländer, die kann man so als Nettoempfangsländer bezeichnen. Wenn wir das Burgenland hernehmen, wenn wir Kärnten hernehmen, wenn wir auch Niederösterreich hernehmen, jetzt wenn es nur darum geht, was die EU-Förderungen betrifft. Das, was halt oft passiert ist, dass diese Förderungen oft nicht zugleich sichtbar gemacht werden. Tatsächlich sehe ich das jetzt gerade in Kärnten und ich finde, das ist eine sehr schöne Methode zu zeigen. Ja, die Europäische Union hat uns sehr viel ganz Konkretes gebracht, wenn wir diese Projekte wirklich auch herzeigen. In Wien ist es beispielsweise in der Seestadt Aspern, dieser Campus, der mit den Technikstudierenden operiert, also in Richtung Digitalisierung 4.0, also eigentlich was unglaublich Zukunftsweisendes. Und wir haben das natürlich über ganz Österreich verstreut. Das heißt, für diejenigen, die diese egoistische Sichtweise haben, ja, wenn man es gescheit nutzt, da ist etwas konkret da. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir diese Mittel so einsetzen, dass alle etwas davon haben, nämlich in Ländern, die ärmer sind, die dann entsprechend herangeführt werden an unseren Lebensstandard, genauso wie diejenigen, denen es besser geht. Und im Endeffekt profitieren dann letztlich ja alle davon, weil die Geschäfte machen natürlich auch Firmen in Österreich, beispielsweise mit Firmen, die dann, also mit bezüglich Projekten, die in Ostpolen sind. Also das ist eine Situation, die im Endeffekt für alle etwas bringt.
Zur Frage mit den, sozusagen, wohin soll sich die Europäische Union hin entwickeln? Welche Form sollen wir nehmen? Eine Europäische Republik oder die Vereinigten Staaten oder wieder das Schmalspur-Europa, wo man sich alles letztlich selber macht? Möchte ich nur so viel sagen. Also ich rede sehr gerne über fantastische Formen, was auch immer es sein sollte in der Zukunft. Also ich habe kein Problem mit der Europäischen Republik. Aber was mir viel, viel wichtiger ist in dieser ganzen Frage, ist immer der Inhalt. Die Geschichte ist immer die, was ist uns dabei so wichtig? Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Wir sollen ganz handfeste Dinge, die den Alltag der Menschen betreffen, in Recht gießen. Und das soll auch von mir aus österreichischer Ebene sein, wenn es notwendig ist. Wenn es notwendig ist und besser geht, allerdings dann natürlich auch europäisch. Dasselbe betrifft Steuern, dasselbe betrifft Gerechtigkeit gegenüber Konzernen, damit wir da wirklich schauen, wo kann ich wirklich ansetzen, um etwas umzusetzen. Und den Klimaschutz, den werden wir natürlich nur in den Griff kriegen, wenn wir das gemeinsam machen. Und wenn wir da näher hinschauen, dann merken wir schon, da müssen wir was in der Struktur ändern. In der Einstimmigkeit, in der Steuerfrage werden wir nicht weiterkommen. Und welche Form auch immer die geeignete ist, möchte ich unterstützen. Das ist mir jetzt ganz egal, welchen Titel wir da dem Ganzen geben. Aber das soll uns nicht davon abhalten, im Alltag, also wirklich ganz konkret im Alltag als europäische Abgeordnete unserer Verantwortung gerecht zu werden. Denn das ist es, was im Endeffekt dann wirklich auch zählt. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass gleich in dem Einführungsstatement von Georg Pfeiffer eben auch der Hinweis gemacht wurde auf die Statistiken der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Schauen Sie bitte nach, wer stimmt wo, wie ab. Sie sind mündig, Sie sind gescheit. Machen Sie sich da selbst ein Bild, weil daran werden wir letztlich gemessen, was tatsächlich wirklich für Menschen umgesetzt wird. Mhm. Dankeschön. Jetzt auch die Frage an Claudia Gamon von NEOS. Wo soll es hingehen mit Europa? Also ich muss dazu sagen, fairerweise, ja? Wenn es nach der Fraktionsgröße geht, dann wäre der Werner vor mir. Okay, daher gucke ich. Ja, gut. Also jetzt nur, um fair zu bleiben, wenn du magst. Also jetzt, ja. Genau, also gut, dann lassen wir den Herr Kogler, ja, gut. Bitte. Also, wir sind hier im ORF gewohnt, dass wir manchmal gar nicht mehr vorkommen. Also insofern ist das eine besondere Großzügigkeit. Aber danke den Veranstaltern und Veranstalterinnen, die machen ja auch sonst, wir haben gerade vorher ein bisschen geredet, herausragende Sachen. Ich kann nur empfehlen, schaut euch das im Europahaus regelmäßig an. Also mal hier den Applaus dorthin zurück. Ja, danke, Claudia Gamon. Wir haben ja hier, und vielleicht, weil ich gerade sehr viel Übereinstimmung mit der Kollegin Regner festgestellt habe, dass man mal auch würdigen kann, was man auch gemeinsam hat. Ich habe großen Respekt vor der Idee, die NEOS da zunächst einmal durchaus mutig, aber natürlich auch verkaufstechnisch interessant und relevant in die Arena geschoben haben mit den Vereinigten Staaten. Das ist sehr ähnlich wie das, was ich gleich sagen werde, zur Republik Europa. Und wir da nicht verschweigen, dass Johannes Falkenhuber hier immer ein großer Vordenker war. Ja. Ich glaube, in dem Rahmen hier kann man das auch einmal so angehen. Dann eben fange ich trotzdem oben an und handle mich nach unten. Republik Europa. Warum Republik? Weil ich glaube, dass die demokratische Verfasstheit der Union noch verbesserungsfähig ist. Auch dieses Gebilde, dieses Überstaatliche, sollte den Grundregeln genügen, die quasi mehr oder weniger aus der Französischen Revolution hergeleitet sind, ohne da einen weiteren Vortrag zu halten. Aber Parlament mit allen Rechten, zwei Kammern dann im Übrigen, und eine Regierung, die regiert. Das wird die Kommission sein. Und wir haben ein Parlament, das alles hat, was es braucht, jetzt viel zu wenig. Ja, wirkliche Gesetzgebung von Initiativrecht bis Abstimmung. Zweitens die Kontrolle der Kommission, dann der Regierung ganz wichtig. Und drittens die Budgethoheit, da kommen wir ja noch kurz hin. Das hört sich so einfach an, wäre aber ein Riesenschritt. Und deshalb Republik. Ich weiß, dass das bei den Vereinigten Staaten auch so vorkommt, aber der Unterschied möge dort sein, wo wir den Bürger, die Bürgerin in den Mittelpunkt stellen, einer solchen Idee, einer Verfassung, die europäische Bürgerschaft, die eigentlich
die eigentlich sozusagen der neue Urheber ist, wo die Souveränität herkommt und nicht die Staaten und die Vereinigung desselben. Das wird sich vor allem in der zweiten Kammer auswirken, dass man die Staats- und Regierungschef ablöst, die jetzt ja wirklich eine mächtige, wenn man gerne polemisch wäre, eine finstere Versammlung von Fürsten und Länderfürsten ist. Ein bisschen sowas wie die Europäische Landeshauptleute-Konferenz, dass wir uns einmal richtig fürchten. Und das ist renovierungsbedürftig, ja. Deshalb Republik. Aber was mir noch wichtiger ist, und da knüpfe ich eben bei der Kollegin Regner an, das braucht auch eine Navigation. Das muss irgendwo hingehen. Weil wir wissen beide, Claudia Gamon und ich und Johannes Falkenhofer, dass das in 15 Jahren schon langsam in die Gänge kommen kann, was wir da sagen. In der nächsten Legislatur sind auch andere Dinge wichtig. Wir müssen dieses jetzt alles in die Wege leiten. Jede Vision braucht erste Schritte. Aber mir ist es auch wichtig, dass es dann um Ökologie geht, ist ja ganz klar, um Klimaschutz, um sozialen Zusammenhalt, um Gerechtigkeit im weitesten Sinn, es geht auch um Steuergerechtigkeit und was immer zu kurz kommt, meines Erachtens auch um Abrüstung, um einen Friedensgedanken. Und deshalb nenne ich insgesamt diese Vision dann am Schluss doch ökologische, soziale Friedensrepublik Europa. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Das knüpft ja dann unmittelbar an. Wie schaut das aus, eine ökologische Klimaschutznavigation? Wir sagen ja nicht umsonst, und das ist jetzt unser Claim sozusagen, wir wollen diese Wahl zur Klimawahl machen. Worin manifestiert sich das? Ja, indem wir zum Beispiel die ganzen Instrumente, die wir finanziell haben, ja, es war die Finanzfrage gestellt, da geht es ja nicht nur um Regionalförderung für mich, dass wir alle klimaschädlichen Förderungen nicht über Nacht, das wäre ökonomisch vielleicht gar nicht schlau, aber möglichst rasch runterfahren. Das glaubt man gar nicht, was es alles gibt. Kohlesubventionen vom Abbau bis zum Kraftwerk, mehr als 10 Milliarden im Jahr, das wurde uns als Fortschritt verkauft in Katowice von der Frau Köstinger. Vielleicht hat sie recht, aber ich musste erst draufkommen, was das für Irrsinn ist. Wir müssen uns vorrechnen lassen, was die Erneuerbaren alles kosten. Völlig pervers, vom Kopf auf die Füße gehört das. Geht's gleich hier mit dem Landwirtschaftssystem. Hunderte Milliarden in der Budgetperiode in ein völlig perverses, falsches System, gigantische Tierfabriken, giftige Böden. Aus einem Krankensystem werden wir keine gesunden Lebensmittel rauskriegen. Alles vom Kopf auf die Füße. Und dann hast du diese Förderungen, die am Schluss sogar weniger werden können, aber in die richtige Richtung gelenkt. Das ist mir viel wichtiger als regional, sitzig, satzig, dort oder da. Das ist eine Frage des Finanzausgleichs, der Gerechtigkeit an sich, weil die ärmeren Regionen müssen gefördert werden, genauso wie das Burgenland in Österreich immer. Das ja, aber es braucht alles einen ökologischen und sozialen Kompass. Sonst fahren wir mit den Förderungen weg. Und das Steuersystem gehört, das Neue, das kommen soll, gehört auch so ausgerichtet, ja. CO2-Steuern ja, aber bei Arbeit, das heißt bei den Lohnnebenkosten, bei den Faktoren, danke, bei den Faktorkosten für Arbeit einfach runterfahren. Und das ist die große Reform und die kann man national angehen, richtig ist und bleibt, dass wir das gemeinsam im größeren Kontext natürlich viel, viel weiter schaffen werden. Und dafür plädiere ich und deshalb ökologisch-sozial. Dankeschön. Danke, Herr Kogler. Vielen Dank, Herr Kogler. Frau Gamon, jetzt, Sie sind dran. Warum plädieren wir NEOS so stark für diese Vereinigten Staaten von Europa? Ich sehe mich als Teil einer Generation, für die Europa ein Lebensgefühl ist. Ich habe Erasmus gemacht, ich habe dann noch einmal in einem anderen europäischen Mitgliedsland studiert und ich habe es nie anders gekannt. Und für mich ist es irgendwie das Natürlichste der Welt und das Vernünftigste, darüber nachzudenken, was soll denn der nächste Schritt sein? Wo wollen wir uns gemeinsam hinentwickeln? Und vor allem auch, was brauchen wir, damit das, was Europa wirklich so toll macht, was unsere europäische Art zu leben ist, auch für die nächsten Generationen bestehen bleibt? Und das wird eine große Reform der Europäischen Union sein. Weil ich kann manchmal total nachempfinden, dass man echt frustriert wird, wenn man so mitkriegt, wie in Europa oft Politik gemacht wird. Weil es gibt super Vorschläge, die oft diskutiert werden und dann hat man das Gefühl, man hört nur, es gibt einzelne Mitgliedstaaten, die sind da dagegen, der Vorschlag ist im Rat blockiert worden und dann passiert nichts. Aber ich glaube, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, um in dieser Welt europäische Politik zu machen, um die Digitalisierung mit einer europäischen Handschrift zu prägen, um die Klimawende einzuleiten. Das braucht Europa. Aber wenn die europäische Politik weiter so funktioniert, dann werden wir dort nicht hinkommen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sich alle
die sich als Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer sehen, aber auch sagen, wo sie hinwollen. Und deshalb habe ich immer gesagt, ich sehe keinen Wert daran, darum herumzureden. Ich will die Vereinigten Staaten von Europa, weil auch Parteien, die sonst sagen, naja, maybe, vielleicht irgendwann, gibt es eh auch schon genug im Angebot. Ich stehe dazu, dass ich das möchte. Ich möchte, dass wir irgendwann eine europäische Staatsbürgerschaft haben, einen europäischen Pass, eine europäische Regierung mit einer direkt gewählten Präsidentin. Und das ist mir einfach so wichtig, das zu sagen, weil ich auch im Kopf das Gefühl vermitteln will, wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich das von einem Tag auf den nächsten anfühlen, wenn ihr in der Früh aufsteht und ihr wohnt in Vereinigten Staaten von Europa? Das ist für mich, ich möchte dieses Gefühl noch einmal haben, das ich damals hatte, wie der Euro eingeführt worden ist, dass man plötzlich weiß, da wird Politik für die Zukunft gemacht. Da hat man die Gewissheit, dass sich Leute darum kümmern, dass man gut in die Zukunft schauen kann. Und dafür muss man aber einige Dinge wirklich radikal ändern, damit man das, was wirklich toll ist an der europäischen Idee, behalten kann und erhalten kann und weiter ausbauen kann. Ich bin der Meinung, die 4 Grundfreiheiten sind super und ich hätte gerne eine 5. Ich brauche eine demokratische Freiheit, dass ich überall dort wählen kann, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe in Europa. Dass alle, auch die hier aus anderen europäischen Staaten, nach Wien kommen, hier die Gesellschaft mitprägen, genauso das Recht haben, auch einen Landtag und einen Nationalrat zu wählen. Weil Europa grenzenlos sein sollte für jeden und weil es eben eine Staatsbürgerschaft braucht. Und das sind natürlich weitgedachte Ideen. Aber ich glaube, wir sind nicht nur für die nächsten 5 Jahre gewählt, wenn wir gewählt werden, sondern auch dazu, um ein klares Bekenntnis abzugeben, wo will ich langfristig hin. Und da muss man auch ehrlich sein, was man gerne hätte. Und ich bin auch der Meinung, bei anderen Themen das klar anzusprechen. Genauso wie bei Fragen, wie wird das Geld ausgegeben? Das ist oft ein schwieriges Thema. Aber auch hier, wenn wir mit der Europäischen Union was erreichen wollen, dann müssen wir ihr auch die Möglichkeit geben. Und wenn nach dem Brexit einiges an Geld fehlen wird, dann werden auch ein paar Staaten wieder mehr einzahlen müssen. Das ist auch so eine Realität, wo wir echt nichts davon haben, wenn man das nicht ausspricht. Und Europapolitik ist oft, genauso wie in Österreich typischerweise, oft definiert von allen Dingen, die man nicht ansprechen darf. Aber wenn wir diese Dinge nie diskutieren, wenn wir nie sagen, wo wir hinwollen, dann können wir doch gar nicht erst anfangen, darüber zu diskutieren, wie das ausgestaltet sein soll. Und deshalb hätte ich lieber, wir machen jetzt ein Bekenntnis, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa, die von dem Willen der Bürgerinnen heraus entstehen, und dann reden wir darüber, wie es ausschauen soll. Weil dann können wir anfangen, ins Inhaltliche zu gehen. Und das Inhaltliche für mich, das ist genau diese Reform. Und da soll endlich auch dieses Elend beseitigt werden, dass die europäische Politik für nationale Regierungschefs arbeitet. Die muss einem Herrn Orban gefallen, die muss einem Herrn Kurz gefallen, die muss einem Herrn Macron gefallen. Aber sie ist nicht den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Und das muss man dringend umkehren. Weil meine persönliche positive Erfahrung in dem Wahlkampf ist, die Leute denken viel europäischer, als man ihnen zutraut oder als es ihnen vielleicht ihre Regierungschefs zutrauen. Und die wollen viel mehr, weil wirklich, dass wir eingebettet sind in einer schwierigen Lage in dieser Welt und dass es genügend Leute gibt auf dieser Welt, die es lieber sehen würden, wenn unsere europäische Demokratie Stück für Stück auseinandergenommen wird, die gibt's. Da darf man nicht naiv sein, die gibt's auf der ganzen Welt. Und deshalb muss Europa stärker zusammenarbeiten. Und deshalb bin ich auch für die Vereinigten Staaten von Europa und hätte gerne, dass man es ausspricht und morgen den Weg dorthin aufnimmt. Dankeschön. Herr Voggenhuber, wie sehen Sie das? Danke. Dankeschön, danke für die Einladung und liebe Studierende für das zahlreiche Kommen. Während wir hier zu den Visionen über die Zukunft Europas gefragt werden, formieren sich draußen quer durch Europa nationalistische Kräfte, Kräfte der illiberalen Demokratie, des autoritären Denkens, der Inhumanität. Ich denke, man muss das deshalb auch, während wir hier diskutieren und ein relativ harmonisches Bild abgeben, fehlt ein Herr Wilimski schon den zweiten Tag über... Vier Spitzenkandidatenrunden fehlt er, weil er beim Herrn Orban weilt. Das ist für ihn die Zukunft von Europa. Orban, Salvini, Kaczynski, das sind die reaktionärsten nationalistischen Kräfte in Europa, die sich hier zusammentun.
Es wird ohne Gegenwehr nicht gehen, der Weg zur Vision, und nicht ohne Widerstand. Widerstand und Vision, in dieses Zeichen habe ich meinen Wahlkampf gestellt, deshalb sitze ich überhaupt hier. Ottmar Karas spricht. Sie werden sehen, wir werden wenig einwenden gegen ihn. Wir werden seine Arbeit loben und seine europäische Gesinnung. Aber hinter ihm steht eine türkise Liste. Und hinter ihm steht der Bundeskanzler Kurz, der allen Ernstes das Mandat, das die Parole über die Reform der europäischen Verträge unter den Titel stellt, totale Zentralisierung oder nicht. Als ginge es in Europa nicht darum, Handlungsfähigkeit, Demokratie, soziale Dimension zu erreichen, endlich in den großen Krisen gemeinsam vorgehen zu können, sondern um die Demolierung Europas. Also wenn ich Ihre Frage beantworte nach der Vision, dann möchte ich Ihnen auch sagen, dass sie ohne Widerstand nicht zu haben ist. Am 26. Mai werden diese Kräfte zum Marsch auf Brüssel und zum Marsch gegen Europa blasen. Und das ist die entscheidende Auseinandersetzung, die hier stattfindet. We the people, wir die Bürgerinnen und Bürger, so begann mein Verfassungsentwurf zur Republik Europa, den ich damals im Verfassungskonvent eingebracht habe. Vereinigt die Staaten deshalb nicht, weil wir nicht Staaten vereinigen wollen, sondern Menschen, wie es Monet schon sagte. Und weil wir nicht den Kompetenzstreit in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern die Demokratisierung jeder Macht, die in Brüssel ausgeübt wird. Dazu ist viel zu tun. Das reicht von den Parlamentsrechten, das reicht endlich den Rat, diesen Kurfürstenrat, diesen Reichsfürstenrat, der hinter verschlossenen Türen sowohl die Gewaltenteilung zur Gesetzgebung verletzt, wie auch das Prinzip, das Grundprinzip der Demokratie, der öffentlichen Gesetzgebung. Wir wollen eine europäische Volksabstimmung. Es ist unsinnig zu glauben, dass 28 Staaten mit 28 nationalen Volksabstimmungen jemals eine große Reform zustande bringen können. Das Prinzip der Demokratie ist die Mehrheitsentscheidung bei Wahrung der Grundrechte und bei Wahrung der Interessen der Minderheiten. Aber die Mehrheitsentscheidung. Es könnte möglich sein, dass wir mit einer europäischen Volksabstimmung Mehrheit der Bürger, zwei Drittel Mehrheit der Staaten, die großen Reformen angehen können. Wir brauchen das Initiativrecht des Parlaments. Wir brauchen keinen, auch das ein Unterschied zu den Vereinigten Staaten, nein, wir brauchen keinen europäischen Präsidenten, der direkt gewählt wurde. Wir haben in Europa, ganz zum Unterschied zu den Vereinigten Staaten, parlamentarische Demokratien mit Ausnahme von Frankreich. Die parlamentarische Demokratie ist das Modell Europa und wir sollten auch für diese Republik Europa daran festhalten. Die Republik Europa ist auch das Europa der Regionen. Nicht der Nationalstaat, den die FPÖ als Garanten der Vielfalt beschwört, ist dieser Garant der Vielfalt. Es sind die Regionen Europas seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Quellgebiete der Kultur, der verschiedenen Lebensweisen, der Sprachen. In einem starken Europa können auch die Regionen wieder selbstverwaltet sein. Eine europäische Demokratie als Voraussetzung der Bewältigung der großen Krisen, das ist eine Bedingung. Die zweite aber ist eine soziale Union. Wir können, niemand kann jemals und konnte jemals ein Gemeinwesen bilden, in dem es keine Solidarität gibt. Das europäische Modell heißt nicht Freiheit oder Gleichheit. Gleichheit oder Solidarität. Es heißt Freiheit und Gleichheit und Solidarität, das heißt, wir brauchen eine voll entwickelte europäische Demokratie, wir brauchen eine Sozialunion, wir brauchen eine europäische Friedensordnung jenseits der NATO und jenseits der Hegemonie der USA und wir brauchen aktuell ein ganz wesentliches Bündnis, das Klimabündnis. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das waren viele Visionen, das waren einmal Antworten auf diese
Antworten, aber zumindest Ideen zu diesen, zu diesen Fragen, die im Rucksack noch waren, im EU-Rucksack. Kommen wir jetzt zu euren Fragen, zu den Fragen, die ihr als Zuhörende, Zuschauende über Slido jetzt eingegeben habt. Geht immer noch, also wie gesagt, geht's online und gebt eure Frage ein. Auf jede Frage haben wir uns gedacht, sollen zwei Diskutantinnen und Diskutanten antworten. Wir haben das jetzt so bemessen, zeitlich insgesamt 5 Minuten Zeit pro Frage. Schauen wir, ja, wie viele Fragen sich dann ausgehen. Eventuell können wir dann auch 2 Mikros offen haben, also von den beiden Diskutanten, Diskutantinnen, dass die auch einander irgendwie sozusagen antworten können. Ich fange mal an mit Frage 1. Wie stehen Sie zu einer CO2-Steuer in Wirtschaft und Industrie? Kommt für Sie auch eine CO2-Steuer für Privatpersonen in Frage? Und beantworten, ich würde diese Fragen einmal stellen an den Herrn Kogler und an den Herrn Karas. Wer von Ihnen anfangen möchte, vielleicht kurz der Herr Kogler, dann der Herr Karas und wenn wir dann noch Zeit haben. Also schauen wir, wie das funktioniert. CO2-Steuer. Ich glaube, da ist Steuer nur für einen Sektor, weiß ich nicht, ob wir da begrifflich nicht schon schief liegen, möglicherweise ist der Zertifikatehandel gemeint, CO2-Zertifikate für Industriebetriebe, sowas kann funktionieren, wenn man es streng macht, meistens wird es schlecht gemacht und deshalb bin ich im Zweifel und jedenfalls auch, nämlich für das ganze Wirtschaftssystem, für eine CO2-Steuer, aber wie heute schon erwähnt, nicht eine Steuererhöhung insgesamt, sondern die Umstellung im banalsten Sinn, das können wir dann vom Hörsaal bis in den Kindergartensaal durchpredigen, das Gute entlasten, die menschliche Arbeit, die Löhne, die daraus entstehen, die selbstständigen Einkommen, auch die der Klein- und Mittelbetriebe, versus Umweltbelastung, die gerade in Österreich immer mehr steuerbegünstigt wird. Ja? Und das würde dann so weit gehen, dass man mit dem perversen Privileg der Steuerbefreiung für Flugbenzin, für Schiffsdiesel, die mit Schweröl über die Ozeane rattern, dass wir mit dem Unfug aufhören. Aber wir hören schon, das geht besser, nicht nur, aber sicher besser in der Europäischen Union als bloß in einem einzelnen Staat, obwohl wir selbst da mehr tun könnten. Ja, zu CO2-Steuer, Zertifikatehandel nur für die großen Betriebe, ja, den muss man scharf stellen, weil die zeigen uns alle die langen Nasen momentan von der Industrie. Aber die große Umsteuerung ist das Wichtige. Das ist die ökologische Reform. Und die brauchen wir aber zwingend, wenn wir vom Fossil ins Solarzeitalter einsteigen wollen. Aber wie gesagt, die Fred Feuerstein sitzen da eher in der Bundesregierung, teilweise auch in manchen Schaltstellen der Union. Okay. Herr Karas, Sie sind quasi indirekt auch angesprochen. Ich möchte bei dieser Diskussion heute am Abend bei dem bleiben, was wir europäisch tun können. Und was europäische Zuständigkeit ist. Jetzt sage ich einmal, leider ist Steuerpolitik ausschließlich nationale Angelegenheit. Wir brauchen auch, und da bin ich ganz beim Kollegen Kogler, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft wollen, wenn wir eine CO2-neutrale Wirtschaft wollen, früher, dann brauchen wir europäisch mehrere Hebel. Ein Hebel ist natürlich das CO2-Pricing. Ein Hebel kann sein eine CO2-Steuer. Da würde ich aber dann nicht unterscheiden. Es muss Kostenwahrheit geben. Aber es ist auch dringend notwendig, dass wir in die Alternativen investieren, forschen, weil wir ja auch Alternativen benötigen, damit wir zu weniger Energieverbrauch und zu weniger CO2-Ausstoß kommen. Das heißt, ja, wir brauchen dafür Geld, daher ja zu einem CO2-Pricing, auch in einigen Fällen zu einer CO2-Steuer, aber zweckgebunden für Alternativen, für Forschung und Investitionen, um zu weniger Energieverbrauch zu kommen, damit die Europäische Union bis 2050 klimaneutrale Wirtschaft haben kann. Herr Kogler, wie sehen Sie das? Braucht es mehr
Naja, zuerst zur Kompetenzfrage. Mehr Forschung auch? Ja, alles Mögliche braucht es, aber der Reihe nach, ja. Die Kompetenz, das finde ich immer witzig, ja. Also da haben wir wirklich einen divergierenden Punkt. Ja, das ist schon so, dass bestimmte Agenten in der jetzigen Verfasstheit halt bei der Union liegen, manche bei den Mitgliedstaaten, aber die Mitgliedstaaten machen europäische Politik in der Regel, indem sie das andere blockieren. Aber es ist ja auch dann eine Aufgabe, gerade aus dieser Erkenntnis heraus für Kompetenzänderung zu werben. Das ist doch ein großer Anspruch. Und gerade dafür tritt man auch an in der Politik, weil sonst verwaltet man ja nur den Status quo. Und Gott sei Dank haben wir andere Kompetenzverteilung als 1936. Das ist ja auch irgendwann geändert worden. Und zweitens, naja, wenn man kleine Abgaben macht, also da darf ich wirklich angeben, weil ich bin ja an sich ein ausgebildeter Umweltökonom, wenn wir allerdings auf der Grazer Uni und die Geschichte mit kleinen Abgaben, ja, da drehen wir kleine Räder, da wird man das machen, was Ottmar Karas vorschlägt, da nehmen wir das Geld und stecken es in irgendwelche Fonds, ja. Aber wenn wir eine CO2-Steuer machen und eine echte ökologische Steuerreform, die bewegt ein Vielfaches von dem, was wir in Österreich gerade herumschubbeln, und da musst du dann woanders runtergehen. Das sage ich ja selber. So viel Marktwirtschaft muss sein, weil sonst haben wir eine Steuerquote von 50-60%. Das wird nicht einmal ich. Ja? Wir müssen also wirklich dort rauf und woanders runter. Und da kann man nicht gleichzeitig das gleiche Geld dreimal verkaufen und das geht in Tiefos und Tiefos und Tiefos. Bei den Förderungen sage ich, damit wir nicht in die Schlusskurve kommen, genau, da sage ich ja, wir haben derart viel Förderungen in der Union, die völlig pervers aufgestellt sind und da sage ich nur und erinnere an das von vorher, wir müssen diese Förderungen in die richtige Richtung lenken und nicht noch 100 Fördertöpfe erfinden. Wenn wir die schädlichen Förderungen zurückfahren, ist schon die halbe Miete und das halbe Geld davon in das Richtige. Na, dann hast du den Faktor 4. So effizient haben es die Grünen noch nie gegeben. Vielleicht noch ganz kurz, dass der Herr Karas antwortet, schädliche Förderungen stoppen, zurückfahren, was sagen Sie? Steht ja außer Streit, dass ein Teil, da sind wir uns auch einig, keine Förderung in fossile Energieträger. Natürlich müssen wir hier umverteilen. Wir brauchen auch auf nationaler Ebene ökologische Steuerreformen. Und das ist ja auch das, was meine Partei in den letzten Tagen angestoßen sind. Wir brauchen eine Kompetenzverschiebung, um handlungsfähig zu sein. Daher müssen wir auch überall dort, wo uns der bestehende EU-Vertrag Grenzen setzt, diesen uns zutrauen, neu zu überdenken. Wir werden einen Drei-Stufen-Plan haben. Was können wir mit dem jetzigen Vertrag? Was müssen wir durchsetzen? Wo haben wir einen Spielraum? Und wo stoßen wir in der Handlungsfähigkeit an eine Grenzen? Da müssen wir uns zutrauen, die Europäische Union auch stärker zu machen und uns Vertragsänderungen zutrauen, um die richtigen Kompetenzen auf der europäischen Ebene zu haben, die uns momentan hin und her geschoben werden zwischen national und europäisch. Okay, vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich suche mal jetzt eine Jobfrage aus. Jugendarbeitslosigkeit ist ja auch ein großes Thema, auch immer wieder im Eurobarometer, in der Eurobarometer-Umfrage eines der Top-Themen, die junge Menschen in Österreich und überhaupt in Europa interessieren. Ich finde keinen bezahlten Job, weil ich noch nicht genug Berufserfahrung habe. Ein unbezahltes Praktikum kann ich mir aber nicht leisten. Diese Situation wird immer schlimmer. Was kann die EU dagegen tun? Die Frage würde ich jetzt stellen oder weitergeben an die Frau Regner und an die Frau Gamon danach. Bitte. Dankeschön. Bevor ich die Frage beantworte, nur ein Satz zur CO2-Steuer brauchen wir unbedingt. Drei Rufzeichen dahinter. Gut. Zu den Praktika. Also das ist natürlich eine Geschichte, die ein bisschen schwierig ist, aber wir können auf europäischer Ebene was tun. Ich sage, warum ist sie ein bisschen schwierig? Weil Arbeitsrecht im Großen und Ganzen natürlich schon sehr national ausgestaltet ist. Das soll uns aber nicht abhalten, auf europäischer Ebene was zu tun. Ich habe mich dafür schon in der vorigen Legislaturperiode eingesetzt. Es soll keine unbezahlten Praktika geben. Und es soll auf alle Fälle immer so sein, dass jedes Praktikum auf alle Fälle auch sozialversichert sein muss.
Wir haben auf europäischer Ebene gerade vor dem Hintergrund der großen Jugendarbeitslosigkeit dies nach wie vor, auch wenn wir jetzt gar nicht mehr so viel davon reden, in Spanien, in Griechenland, auch in Portugal, teilweise in Frankreich, Italien nach wie vor gibt, dafür eingesetzt, dass wir hier unbedingt ansetzen müssen. Die Geschichte ist jetzt wieder immer, naja, was hat da die Europäische Union für eine Kompetenz dazu? Wir können natürlich im Zuge der Verbesserung der Arbeitsbedingungen hier Arbeitsrecht setzen, aber in Wirklichkeit ist ein bisschen mehr tricky. Wir müssen verschiedene Dinge ansetzen. Das erste ist einmal, wenn wir jetzt schauen, zum mehrjährigen Finanzrahmen. Also es steht jetzt die Finanzierung des EU-Budgets mehr oder weniger vor uns. Hier auch wesentlich mehr Geld als bisher für Jugendliche einzusetzen. Also so mit dem Stichwort nicht in industrielle Agrarwirtschaft, sondern mehr für Jugendliche und Jugendbeschäftigung. Also das ist einmal eine Geschichte, denn es geht um die Finanzierung der Jugendgarantie. Wir haben eine Jugendgarantie beschlossen, ja, das ist jetzt schon einige Zeit her, nämlich dass jeder junge Mensch, der nach seiner Ausbildung keinen Job findet, innerhalb kurzer Zeit ein Angebot bekommen muss, damit er reinschnuppern kann irgendwo in eine Firma, einen mehr oder weniger unterstützt wird für eine Ausbildung. Und wir sehen, dass, also in den letzten Jahren habe ich eigentlich nichts mehr davon gehört, es ist ein bisschen still drum geworden und das ist natürlich wahnsinnig schade. Das heißt, auf europäischer Ebene können wir nicht direkt, so nachdem wie es bis jetzt ausschaut, gesetzgeberisch Maßnahmen setzen, aber diese Jugendgarantie muss mit wesentlich mehr Geld dotiert werden. 21 Milliarden Euro, so hat es die ILO uns vorgerechnet, bräuchten wir und nicht jenes Geld, das bisher auf dem Tisch liegt. Das ist etwas, was wir einfordern. Man soll nicht nur Kühe fördern, so wie das in der Landwirtschaft passiert, sondern man soll das gefälligst für junge Menschen letztlich investieren. Und die andere Geschichte ist immer wieder das Arbeitsrecht. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass viele junge Menschen nicht nur in unbezahlten Praktika sind, sondern dass sie immer mehr zu Hause sitzen über irgendwelche Crowdworking oder Mini-Verträge oder Null-Stunden-Verträge oder sonst irgendwie arbeiten müssen. Es gilt, die Gleichstellung im Arbeitsrecht anzustreben. Wir haben jetzt einiges im Europäischen Parlament dazu beschlossen, dass es besser wird, aber das ist genau einer der Pfeiler, die es braucht für eine Sozialunion. Genau für diese Dinge, die derzeit in der Europäischen Union fehlen und die so wahnsinnig wichtig sind, dass wir die in der nächsten Zeit umsetzen und die für mich viel zu still sind. Also ich denke mir immer, Europäische Republik, wunderschön, aber die Geschichte ist die, was kommt im Endeffekt raus? Es muss was Konkretes geben und da gibt es natürlich noch sehr, sehr vieles zu tun. Mhm. Dankeschön, Frau Gammon. Jugendarbeitslosigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Frage sehr stark auch mit dem, was tut die EU grundsätzlich für mich oder wie kann sie mich in meinem Leben auch beeinflussen. Ich möchte das jetzt nicht so darstellen, als könnte die Europäische Union mit einer kleinen gesetzlichen Änderung es verändern, dass es schwierig ist, oft auch mit einer akademischen Ausbildung einen Job zu finden. Das wäre viel zu vereinfachend. Ich bin auch ganz vehement dagegen, dass nationale Politiker Fehlentwicklungen und falsche Politik in ihrem eigenen Land, Dinge, die sie einfach nicht hinkriegen, in der Verantwortung in die Europäische Union abschieben. Weil nur weil etwas auf europäischer Ebene geregelt wird, bedeutet es noch nicht, dass es deshalb besser funktioniert. Und da muss man schon auch einmal genau darüber reden. Und in dem Fall ist das schon auch ein Beispiel für viele Verfehlungen, die nationale Politiker machen. Und ich bin auch dafür, dass man hier auch Regierungen in die Pflicht nimmt, bevor man in dem Fall auch einen Weg findet, dass die Europäische Union das für einen richten kann. Aber was macht die Europäische Union für jeden jungen Menschen oder was könnte sie auch noch besser machen, wenn man auf der Suche nach Jobs ist? Das sind Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und jedes Mitgliedstaats. Das sind Investitionen in Forschung und Entwicklung, die ganz notwendig sind und die auch hier dazu führen, dass der Wissenschaftsstandort besser funktioniert. Das kann die Europäische Union auch für dich tun. Und genauso, was die Europäische Union auch machen kann, die sehr wohl dort in der Kompetenz sind, sind die Themen Klima und sind die Themen Urheberrecht, wenn man das gleich noch mitnehmen kann, um zu sagen, finde ich furchtbar, Artikel 13. Aber, dazu kommen wir aber ich möchte nicht das Gefühl vermitteln, dass es hier eine einfache Lösung gibt, dass das dann von der Europäischen Union mittels eines politischen Zauberstabs verschwunden gemacht werden kann. Weil ich habe
Ich denke nämlich auch, dass das in der Vergangenheit in vielen Ländern immer dazu beigetragen hat, dass es eine große Frustration mit europäischer Politik gibt, weil die nicht alles lösen kann, was an Verantwortung von Nationalstaaten dorthin abgeschoben wird. Und da muss man endlich auch Verantwortung von nationalen Politikern einfordern, dass sie mal dazu stehen sollen, zu den Dingen, die sie falsch machen. Und nicht Europa für Dinge verantwortlich machen, die es nicht lösen kann. Frau Regner, Sie wollten noch kurz was dazu sagen? Ich möchte nur ganz kurz darauf replizieren, und zwar Folgendes. Also die Geschichte ist die, das stimmt natürlich. Natürlich gibt es nicht für alles Kompetenzen und das ist ganz klar, man kann nicht immer alles mit einem Zauberstab lösen. Aber die Geschichte ist schon, die Arbeitslosigkeit, die fällt nicht vom Himmel. Und dementsprechend gibt es natürlich, haben wir natürlich politische Instrumente, um dafür zu sorgen oder zumindest etwas dafür zu tun, dass die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, dass das verbessert wird. Es gibt das europäische Semester, es gibt die Hausaufgaben, die jeder Staat zu machen hat. Und wir haben das Ziel, dass natürlich Menschen möglichst einen Job finden sollen. Das ist ein europäisches Ziel. Und dementsprechend können wir über dieses europäische Semester, über diese europäischen Instrumente, die wir haben, sehr wohl Staaten die Pflicht nehmen. Es wird allen immer abverlangt, was macht ihr für die nächste Pensionsreform? Arbeiten die Leute eh länger? Was macht ihr, um den Staatshaushalt in den Griff zu bekommen? Und das sollte wesentlich strenger auch kontrolliert werden bei den Staaten. Was macht ihr, um jungen Menschen Jobs anzubieten und dann natürlich das ganze Spektrum mit Forschung und Entwicklung und so weiter mehr oder weniger zu betonen. Aber das ist wirklich etwas, was auch an uns liegt, dass wir gestalten können, aber man muss es auch politisch wollen. Ja, aber dann hänge ich dann noch einmal kurz dran. Ja, dann sind wir aber auch schon wieder bei dem Thema Europäische Republik oder Vereinigte Staaten von Europa. Weil vieles, was Sie jetzt ansprechen, warum können wir das nicht stärker kontrollieren, warum können wir da auch nicht in vielen Dingen härter sanktionieren, wenn Aufgaben nicht erledigt werden, weil die europäische Politik leider in vielen Belangen dysfunktional ist. Wenn sie nicht entscheidungsfähig und nicht handlungsfähig ist, dann bringen auch Dinge wie das europäische Semester nicht viel, wenn die dann nicht tun. Und deshalb ist es so wichtig, die Europäische Union in der Art und Weise, wie sie funktioniert, zu reformieren. Okay. Genauso wie das Thema CO2-Steuer, da werden wir ja nicht hinkommen, wenn es weiterhin eine Einstimmigkeit in Steuerfragen gibt. Deshalb, das kann man sich alles aufschreiben, verknüllen, wegwerfen. Wenn wir die Europäische Union nicht grundsätzlich reformieren, dann werden wir die anderen Dinge nicht hinkriegen. Deshalb ist es so wichtig, sich dafür einzusetzen. Okay, also das sind wir wieder bei den grundlegenden Veränderungen, die gefordert werden. Vielen Dank. Kommen wir zur Frage Geschlechtergerechtigkeit. Unter 6 SpitzenkandidatInnen ist derzeit nur eine Frau, also wenn man die KPÖ dazu rechnet, sind es 7 SpitzenkandidatInnen und 2 Frauen. Sind Sie für eine verpflichtende Frauenquote im Europäischen Parlament? Diese Frage würde ich richten an den Herrn Voggenhuber. Und ich habe schon gedacht, dass ich jetzt mit mir selbst streiten muss. Dann vielleicht auch an die... Noch geht an, auch. Geht Frau auch. Gamon, wollen Sie dazu was sagen? Geht auch. Danach. Als eine der Spitzenkandidatin glaube ich, dass sich die Frage, warum nicht mehr Frauen hier sitzen, andere stellen müssen. Ja, gut. Na, dann sagen wir vielleicht der Herr Voggenhuber und der Herr Kugler. Also ich hoffe, dass auf der Uni noch so viel ziviler Ungehorsam möglich ist, dass ich 2 ganz kurze Bemerkungen zur vorigen Diskussion machen darf. Ja. Republik schön und gut, aber es muss was herausschauen. Wissen Sie, das ist so meine Schwierigkeit mit der Sozialdemokratie. Ich streite ja deshalb so viel mit ihr, nicht weil wir so programmatisch weit auseinander liegen, sondern weil ich zum 5. Male erlebe, dass man einen Wahlkampf führt für eine Sozialunion. Ich habe im Konvent und wann immer es möglich war, um eine ganz konkrete Sozialunion gekämpft. Die Sozialdemokratie war nicht für die Vergemeinschaftung sozialer Kompetenzen. Die Sozialdemokratie war nicht für einen Finanzausgleich. Die Sozialdemokratie war nicht für soziale Mindeststandards mit Gesetzeskraft. Also da müssen, das ist mein Problem mit diesen Parfums, die in die Wahllokale gesprüht werden, Sozialunion. Ja, es muss was Konkretes herauskommen. Mit der Republik Europa hat das nichts zu tun, die wird sich herzlich bedanken, wenn wir darum gemeinsam kämpfen würden. Es ist auch nicht wahr, dass die Steuer ausschließlich eine Sache der Nationalstaaten ist. Nein, wenn der Rat endlich einmal einstimmig, und da sind wir bei der Dysfunktionalität und nirgendwo anders,
Wenn der Rat auf seine Einstimmigkeit verzichten würde, und das kann er mit Einstimmigkeit, dann könnten wir uns selbstverständlich, ja, das ist immer der eine Sprung, das ist ja unser Problem, dass wir ein System nur ändern können, wenn wir einmal den gordischen Knoten lösen und einmal den Rat dazu bringen, mit Einstimmigkeit die Einstimmigkeit abzuschaffen. Nach den Verträgen kann er das, aber Ihr Lachen zeigt, dass Sie die Schwierigkeiten dieses Gunstsprungs, dieses Salto Mortales, wie der Rat ihn empfindet, ja auch selber empfinden. Ja, wir könnten natürlich vieles, wenn der Rat bereit wäre, für Europa das auch diese Machtstellung aufzugeben, um zu einer gemeinsamen Sozialpolitik zu kommen. So, jetzt muss ich versuchen, Sie eh, oder wer kann nicht, wer spricht ja noch an? Jetzt haben wir die Frauenquote. Ja, also jetzt muss ich einen Versuch machen, Sie für etwas zu gewinnen. Ich habe im Grundrechtekonvent für die, selbstverständlich nicht nur für die Gleichheit, da waren übrigens viele alte weiße Männer, um das einmal zu denen zu sagen, 2/3, die die Grundrechte in der modernsten Form verankert haben und die Frauenrechte mit allen Gleichstellungsrechten, Antidiskriminierungsbestimmungen in einer modernsten Form auf der Welt zu machen. Es wäre ohne alte weiße Männer nicht gegangen, um das auch einmal zu sagen. Wir standen an ihrer Seite, das zu den Frauen. Ja, gut. So. Quoten sind natürlich schwierig. Ich glaube, die braucht über die prekäre Rolle von Quoten nicht reden, aber ich befürworte sie ganz und gar auf vielen Ebenen, auch in der privaten Wirtschaft, auch in Aufsichtsräten, auch in Vorständen. Ich bin mir bewusst, dass das vielen Frauen der einkommensschwachen Schichten nicht hilft und dass diese Fokussierung auf diese Bereiche den das Einkommensgap in keiner Weise und vieles, was derzeit diskutiert wird, die Frauen, die am tiefsten diskriminiert werden, nicht wirklich voranbringt. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Aber wofür ich Sie gewinnen will, ist, dass es für ein europäisches Parlament oder für jedes Parlament keine Quote gibt. Das passive Wahlrecht, aus dem hat sich der Staat draußen zu halten. Das passive Wahlrecht ist ein Grund- und Freiheitsrecht aller Menschen. Warum soll es keine Schwulenpartei geben? Warum soll es keine Transgender-Partei geben? Es ist allen Menschen frei, ihr passives Wahlrecht auszuüben. Eine Wahlliste ist nichts Staatliches, nicht einmal von Parteien. Es ist eine Formierung der Zivilgesellschaft. Und da hat sich der Staat draußen zu halten. Es gibt einen zweiten Unterschied. Wo immer Sie, wenn wir von Vorständen reden, Aufsichtsräten reden, da hat die Bevölkerung, da haben die Mehrheit Frauen in der Gesellschaft keinen Einfluss darauf. Sie müssen es hinnehmen. Eine Liste, eine Wahlliste, in der die Mehrheit von Männern gebildet wird, müssen Sie nicht hinnehmen. Die brauchen Sie einfach nicht zu wählen. Sie stehen direkt in der Verantwortung, direkt vor dem Souverän, dem Wahlvolk, den Wählerinnen und Wählern. Hier ist die absolute Freiheit von staatlichen Eingriffen möglich und wir sollten sie schützen. Im Interesse aller, jedes einzelnen Individuums, hat der Staat in Wahllisten und in Parlamente nicht einzugreifen. Es obliegt dem Souverän selbst, hier für Gerechtigkeit zu sorgen. Es obliegt dem Souverän selbst, Listen abzustrafen, die das nicht tun. Wir hatten diese bei der Entwicklung unserer Wahlliste, sie besteht aus 8 Kandidaten, das ist auch das Leitungsteam der Zukunft dieser Initiative, 6 Frauen und 2 Männer. Das ist eine historische Einmaligkeit, da muss ich mich vor niemandem rechtfertigen. 6 Frauen, wenn ich zurücktrete, ab da beginnen eine Frau, wenn ich mir etwas passiert, beginnen Frauen, ein einziger Mann nach mir ist auf dieser Liste von 8. Es sind 6 okay. Frauen und 2 Männer und das ganz ohne Quote noch Qualifikation. Und siehe da, wenn man noch Qualifikation vorgeht, kann das passieren, dass 3/4 Frauen auf einer Liste stehen. Vielen Dank, Herr Voggenhuber. Herr Kogler, wie sehen Sie das? Ja, Frauenquote. Danke. Das ist ja das zweite Mal, dass die Frau Kollegin Gamon mit so einer Fragebeantwortung verhilft. Die Frage lautet ja, warum nur eine Spitzenkandidatin und wie man es mit allfälligen Quoten halten würde, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung gerufen habe. Also ich werde nicht so schnell zurücktreten.
Ja, das, wie, ist aber auch, nicht? Das ist aber auch leicht beantwortet bei den Grünen. Ja. Wenn ich die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse, dann ist es, das bezieht sich noch. Ja, nein, das ist, ja, das okay. Müssen wir jetzt einmal ja, ja? hinteranstellen. Ja. Wir fusionieren auch schon, ja. ein Weckruf. Wenn ich die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse, dann kommt zutage, dass wir eine Parteisprecherin hatten, 9 Jahre lang oder 10 Jahre lang, 2-mal Spitzenkandidatin bei der Europawahl, bei den Nationalratswahlen. Jetzt ist es einmal ein Mann bei den Grünen. Zeit für die Männer, oder? Nein, gar nicht. Das ist halt gerade so. Ja, nur bei den Grünen ist es ja eh, komme ich zur Quote, ist es ja ohnehin so, dass wir das quasi von der Gründungsurkunde weg immer auf halbe gestellt haben. Das finden Sie dann auch im langjährigen Schnitt an den Spitzenpositionen und natürlich auch auf den Listen. Bei uns ist auch 2 und 3 verpflichtend eine Frau, weil ich als erster ein Mann bin. Das wird auch so durchgezogen, keine Sorge. Und wir haben das sozusagen in unsere innere Gesetzlichkeit, in die Parteiverfassung geschrieben, was hier für sozusagen höhere staatliche Weihen gemacht wird. Es ist tatsächlich so, dass im Grünen Forderungsprogramm, obwohl ich den Argumenten des Johannes Fockenhuber was abgewinnen kann, doch an dieser Stelle verteidige, weil wir auch vorschlagen, dass für Wahllisten Frauenquoten da sein sollen. Das wird ja auch manchmal abgefragt jetzt. Schaut noch bei Wahlkabine.at, da wurde das gefragt, ja, da sind wir einmal zumindest für die großen Gruppierungen dafür. Und sonst gilt, dass wir die Frauenquoten deshalb gerne auch vertreten in den Aufsichtsräten, in den Vorstandsetagen, weil es sonst halt viel zu langsam geht. Ja, man hört immer, ja, man will keine Quotenfrauen, ja, aber umgekehrt, ehrlich gesagt, was sollen die viel schlechter machen als schlecht qualifizierte Männer, wenn sie denn dort sitzen? Also man sollte sich nicht davor fürchten, weil ja alles viel zu langsam geht. Also wie lange diskutieren wir schon über gleichen Lohn für gleiche Arbeit? Und solange das so langsam geht, sind diese Quoten, glaube ich, ein vernünftiges Instrument. Wenn wir einmal völlige Gleichstellung, Gleichberechtigung haben, na, dann kann man darüber reden, ob man das braucht. Na, da wird man es ja vielleicht nicht mehr brauchen oder Frauen nicht mehr brauchen. Und solange ist es halt so. Also das haben wir wirklich in den Gründungsgenen, das kann ich sogar als Mann vertreten und aufsagen, weil es bei den Grünen so ist. Und ja, wir sind auch dafür, dass das auf andere Organisationen übertragen wird. Ausnahmsweise einmal vor der Zeit fertig. Gut. Sehr gut. Okay, Frau Kammann, wollten Sie noch kurz was? Oder? Ich meine, Sie sind die einzige Spitzenkandidatin oder mit der Vorne ist der CO2, ja, aber was sagen Sie dazu? Also bei Quoten auf Wahllisten bin ich auch nicht dafür, weil ich sehe das in dem Fall wieder Herr Fockenhuber. Aber es ist so eine grundsätzliche Haltung und ich glaube, jede Partei muss sich selber entscheiden, für was sie steht und was sie auch mit ihrer Liste repräsentieren will. Weil eben Vertretung in der Demokratie schon auch wichtig ist, dass das die Vielfalt der Bevölkerung auch abdeckt, weil wir haben alle andere Hintergründe, andere Lebenserfahrungen. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen, es geht auch um Jung und Alt im Europäischen Parlament, wo es übrigens es auch ein meiner Meinung nach schmerzhaftes Missverhältnis gibt. Aber meine persönliche Erfahrung in der österreichischen Politik ist, es ist nicht selten, dass ich die einzige Frau auf einem Podium bin. Es passiert mir relativ häufig. Und die Sache mit den Frauen in der Politik ist halt, wenn irgendwo 50-50 Frauen und Männer vertreten sein soll, bedeutet das halt für viele Männer, dass sie nicht mehr dort sind. Das ist eine Realität, die man auch mal aussprechen muss. Und ich glaube, das ist auch eine Realität, die viele männliche Entscheidungsträger mal akzeptieren müssen. Man kann sich nicht nur auf Vergleichstellung einsetzen, man muss dann auch einmal bereit sein, einen Platz auch für eine Frau zu räumen. Das ist dann halt so. Und in dem Fall habe ich auch kein Problem damit, in manchen Runden die einzige Frau zu sein. Es ist einfach wichtig zu betonen, dass es in Zukunft bitte nicht mehr so sein sollte. Ich glaube, es ist aber noch ein langer Weg dahin, weil das ist nicht die einzige Wahl, wo es so ausschaut. Wird auch immer wieder Wahlen geben, noch, glaube ich, für eine lange Zeit in Österreich, wo es vielleicht nur männliche Kandidaten gibt. Und das ist immer extrem schmerzhaft. Aber bei einem Punkt hat der Herr Fockenhuber recht. Wenn man Frauen irgendwo sehen will, dann kann man sie auch einfach wählen. Dankeschön. Kommen wir zu einem großen Aufregerthema in den letzten Monaten. Es ging ums ein strengeres Urheberrecht im Internet. Artikel 13
Politiker, Politikerinnen, die offenbar nicht so wahnsinnig viel wissen über das Internet, haben da entschieden, dass Artikel 13 kommt, also sprich eine Richtlinie für ein strengeres Urheberrecht mit dem Uploadfilter und allem, was dann sich daraus ergibt. Ja, wie stehen Sie zu Artikel 13? Die Frage jetzt vielleicht an die Frau Regner und an den Herrn Karas. Also, da geht es um die Uploadfilter und ich bin gegen Uploadfilter und habe mich gegen die natürlich gestellt. Ich war auch in dem Rechtsausschuss, also jenem Ausschuss, in dem das ausgearbeitet wurde. Und da ging es, und das ist natürlich ein absolut legitimes Anliegen, absolut wichtig, dass wir viel stärker auf die Künstler, auf die Kreativen, auf jene schauen sollen, die mehr oder weniger Schwierigkeiten haben, quasi ihren Content auch bezahlt zu bekommen. Also ein Match Digitalunternehmen gegen große Analogunternehmen. So habe ich immer empfunden. Die Geschichte war, während des ganzen Rechtsetzungsprozesses hat das bedeutet, dass eigentlich beide Seiten, nämlich die große Digitalindustrie, sich quasi eingemietet hat in Straßburg und in Brüssel mit Lobbyisten. Und zwar, das waren genauso Facebook- und YouTube-Leute, wie auf der anderen Seite, die war noch heftiger, so habe ich jedenfalls empfunden, jene, die eben die Bild-Zeitung vor allem vertreten haben. Also von denen hatten wir sehr viele, ganz große Verlage waren da besonders präsent, Filmindustrie, Disney, also all diese Leute sind angetanzt und haben sich eingemischt. Was komisch war, die Künstler selbst habe ich nicht so oft gesehen, gerade diejenigen nur, die besonders erfolgreich sind, das heißt also die genau von der Content-Branche, in die mehr oder weniger quasi in Geiselhaft, so habe ich immer gefunden, genommen wurden, um dann die Interessen der großen Verwertungsgesellschaften und der großen Industrie zu repräsentieren. Und die dann gesagt haben, wir brauchen diese Upload-Filter, damit wir endlich zu unserem Geld kommen. Das ist natürlich ein blödes Geschäft, weil seit wann sollen Künstler, Intellektuelle, Kreative mehr oder weniger ausgespielt werden gegen eine Art, gegen Meinungsfreiheit, gegen Demokratie? Faktum ist, also in dem Sinne war es tatsächlich so, dass in den Verhandlungen, vor allem mit dem Rat, also ich möchte sagen, da war insbesondere auch, und das möchte ich beim Namen nennen, Minister Blümel, also der österreichische Minister während des Ratsvorsitzes, wirklich federführend dabei, mit den Verhandlern des Europäischen Parlaments, einem konservativen Berichterstatter, die sich da besonders dafür eingesetzt haben, dass dann leider das Prinzip einer fairen und angemessenen Vergütung für die Künstler, dass wir als europäische Abgeordnete reinverhandelt hatten, weggefallen ist. Auf der anderen Seite die Upload-Filter und auch das Leistungsschutzrecht drinnen geblieben sind und dementsprechend konnte man meines Erachtens da nur dagegen stimmen. Es ist sich leider nicht ausgegangen, in letzter Minute das ganze Ding noch zu kippen und im Plenum mehr oder weniger zu Fall zu bringen. Es haben uns ein paar Stimmen gefehlt. Also das ist ein Beispiel von einer Copyright-Reform, die leider nicht den Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts angepasst wurde. Ich bedauere das sehr. Wir können nur schauen, dass wir das dann jetzt dementsprechend bei allen weiteren Entwicklungen entsprechend irgendwie korrigieren. Aber das ist jetzt einmal ein klassisches Beispiel von einer vermasselten Gesetzgebung. Und gerade was jetzt die Freiheit des Netzes betrifft und auch die Möglichkeit für sehr viele kleine Start-ups, die nur für 3 Jahre ausgenommen sind. Was passiert dann nach den 3 Jahren? Also gerade die kleineren, die werden da dementsprechend draufzahlen. Also es ist ein Beispiel von einer verunglückten Reform. Dankeschön. Herr Karas, wie sehen Sie das? Eine vermasselte Copyright-Reform, beziehungsweise auch Ihr Parteikollege Blümel, der da involviert war. Was sagen Sie dazu? Darf ich zu der einen Frage, die davor noch war, schnell sagen, meine Liste, ich sage das jetzt hier ganz offen, wahrscheinlich hätte ich der Liste, würde ich heute nicht hier sein, wäre ich nicht der Spitzenkandidat meiner Liste. Weil ich darauf bestanden habe, dass meine Kandidatur verbunden wird mit der Spitzenkandidatur, weil ich als Spitzenkandidat auch ein besonderes Maß an Verantwortung für die Richtung und für die Positionierung im Europäischen Parlament übernehmen möchte. Ich möchte zu dem stehen können, was ich sage. Und ich möchte diesen Weg fortsetzen können, den ich in den letzten Jahren erfolgreich bestritten habe. Eine Liste entsteht ja auch
im Gespräch mit jemandem, ich sage das hier ganz offen, das war ein Thema, so wie es beim Johannes Fockenhuber vor 10 Jahren ein Thema war, auf welchem Listenplatz er kandidiert. Zum Zweiten, wir haben eine klare Linie, 50% der Listenplätze müssen Frauen sein und wir gehen zum ersten Mal den Weg, dass kein Platz fix ist, sondern dass durch die Vorzugsstimmen die Antiperson entschieden wird, die ins Europäische Parlament kommt, sodass Sie entscheiden, wer von der ÖVP im Europäischen Parlament sitzt, weil das durch die Vorzugsstimmen geregelt wird und der Listenplatz nur ein Angebot ist. Das ist ein neuer Weg, aber die Listen hat 50% Frauen. Zur Frage Urheberrecht. Ich würde bitten, die Dinge... Ich habe dem Kompromiss zugestimmt, obwohl ich heftige, auch von meinem Sohn, heftige Proteste und Schreiben bekommen habe. Es war ja die letzte Abstimmung, wurde abgestimmt über den Kompromiss, der zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten, wie das Evelyn Regner richtig erwähnt hat, vereinbart wurde. Wir haben über den Kompromiss zwischen den beiden Institutionen abgestimmt nach langen Verhandlungen. Ich bedauere zutiefst, dass ich das Gefühl habe bis heute, dass es zwischen der Kreativwirtschaft, der Musik und den Verlagen und den Usern mehr ein Gespräch übereinander als ein Gespräch miteinander gegeben hat. Auf der einen Seite ging es, und darum ging es mir primär, einen fairen Gehalt und eine faire Entlohnung für die Kreativwirtschaft, wie sie im analogen Bereich vorhanden ist, auch durch Regeln im digitalen Bereich festzulegen. Weil im digitalen Bereich der faire Umgang mit Lizenzen, mit geistigem Eigentum noch nicht so ausgestaltet ist wie im analogen Bereich und Freiheit gehört auch in den Fragen geregelt. Das Zweite ist, es besteht, da haben Sie völlig recht, die Gefahr, dass durch die Venus zu die meisten glauben, das geht nur über Uploadfilter, dieses geistige Abkommen zu prüfen, dass es hier zu einem Overblocking kommen kann. Daher meine ich, dass vier Dinge dringendst nachgebessert gehören, entweder in der nationalen Gesetzgebung oder über den Europäischen Gerichtshof oder und in der E-Commerce-Richtlinie. Das ist die bestehende Rechtsunsicherheit. Das ist die Frage der Ausnahmen für Klein- und Mittelbetriebe und Start-ups. Das ist die Frage der technischen Ausgestaltung. Stichwort, gibt es Alternativen zu den Upload-Filtern? Und das Vierte, ich bin dafür, dass wir das zeitlich noch limitieren, um eine Evaluierung vornehmen zu können. Und daher bitte ich Sie, sollten Sie Erfahrungen haben, wo Ihre Befürchtungen eintreten, sie uns und mir mitzuteilen, damit wir in der nationalen Umsetzung und bei der E-Commerce-Richtlinie und bei der weiteren Schaffung eines digitalen Binnenmarktes auf diese Grenzüberziehungen, die nicht beabsichtigt waren von meiner Sicht, aber wo ich weiß, dass es Ängste gibt, dass wir die in der weiteren Gesetzgebung einbinden können. Ich bitte Sie um einen offenen Dialog, damit wir miteinander reden und nicht die eine Gruppe über die andere Gruppe spricht. Okay, vielen Dank. Sie sagen, da kann also noch was repariert werden. Bevor wir jetzt das Mikrofon durch den Saal gehen lassen für eventuelle Fragen, die noch bestehen von eurer Seite, möchte ich noch eine letzte Frage stellen, die ihr via Slido abgegeben habt. Und zwar, da geht es um Migration. Wieso werden Seenotrettungen verhindert und damit Tote in Kauf genommen? Glauben Sie, dass sich deshalb keine Menschen mehr auf den Weg machen nach Europa, obwohl dies wissenschaftlich widerlegt wurde? Ich würde diese Frage gerne stellen an, ja, einerseits vielleicht die Frau Regner und auch an den Herrn Karas. Die Geschichte ist die, ich denke mir jetzt gerade,
Sitzen da die richtigen Leute am Podium? Ja, ich glaube, wir wären uns da hoffentlich bald einmal einer Meinung, wenn es um diese Frage geht. Diejenigen, die sich dagegen stellen, das sind diejenigen, die draußen grausliche Plakate plakatieren. Das sind diejenigen, von denen wir im Europäischen Parlament beispielsweise noch selten irgendwelche Lösungen gesehen oder gehört haben. Und deshalb tue ich mir jetzt schwer, diese Frage zu beantworten. Ich kann nur Folgendes sagen. Ja, wir müssen uns als Zivilgesellschaft, als Parteien, wurscht jetzt wer da jetzt hier auf dem Podium sitzt, zusammentun, um all diesen Leuten, die so unglaublich hetzend sind, auf Schwache losgehen, etwas entgegenzustellen. Da geht es um Menschenleben, da geht es um ganz, ganz Grundsätzliches. Und als Europäisches Parlament kann ich nur sagen, haben wir als Abgeordnete, fraktionsübergreifend, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale, von der Volkspartei, als mehr oder weniger Menschen geflohen sind 2015, sofort entschieden und sofort gesagt, wir müssen eine Aufteilung der Geflüchteten machen. Und auch was jetzt die Seenotrettung betrifft, gibt es meines Erachtens, was ich mitbekomme, im Europäischen Parlament immer einen Konsens. Wir haben auch die Dublin-Reform abgestimmt im Europäischen Parlament, weil es immer um dasselbe geht, Ordnung in ein Chaos zu bringen, das genau jene verursachen, die immer auf Schwache, auf Flüchtlinge, auf Menschen, die in Not sind, letztlich losgehen. Und ich glaube, wir können nur etwas entgegensetzen, wenn dieses nächste Parlament gewählt wird. Und deshalb ist es ja auch geradezu eine solche Richtungswahl, genau gegenüber den Hetzern aufzutreten, die auf die Schwachen losgehen und auf diejenigen, die dann versuchen, Lösungen zu finden und zu sagen, ja, natürlich müssen wir Menschen, die in Seenot geraten sind, retten. Die Kapitäne, die da unterwegs sind, das sind letztlich Helden. Es geht darum, Menschen, die flüchten, die Hand auszustrecken und nicht mehr oder weniger auf jene einzutreten, denen es eh schon so katastrophal geht. Ich kann nicht viel mehr zu diesem Thema sagen, als europäische Abgeordnete sind wir verpflichtet, dem etwas entgegenzusetzen und uns ganz entschieden genau gegenüber jene, vor allem Staats- und Regierungschefs, zu stellen, die dann sagen, das geht uns alles nichts an, das hat nichts mit mir zu tun, warum zu mir in mein Land. Und Seenotrettung ist genau ein Beispiel dafür, von dem wir sagen können und tun müssen, dass wir die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Mhm, vielen Dank. Herr Karas, die Seenotrettung. Das geht ganz einfach. Ich bin stolz auf das Europäische Parlament, dass wir sofort dafür Sorge getragen haben in der Gesetzgebung, dass die Küstenwache und Grenzschutzagentur Frontex erstens eine Erweiterung des Raumes im Mittelmeer bekommen haben, wo sie tätig sein kann. Zweitens, dass wir das Mandat erweitert haben, dass sie auch die Verpflichtung haben, Menschenleben zu retten. Und ich bin froh darüber, einer Europäischen Union anzugehören, die sagen kann, dass durch ihr Tätigsein 730.000 Menschenleben in den letzten Jahren gerettet werden konnte. Ich bin froh darüber. Aber die Frage, ich bin froh darüber, die Frage ist daher, was kann man gegen das Schlepperunwesen tun? Wir lösen das Schlepperunwesen nicht, indem Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, sterben, statt gerettet zu werden. Zweitens, wir bekämpfen das Schlepperunwesen nur, wenn wir eine Patenschaft mit den Staaten an der Grenze haben und Ursachen von Flucht bekämpfen können. Da brauchen wir eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik und eine Patenschaft mit Afrika. Drittens, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir eine gemeinsame Migrationspolitik, legale Migrationswege und einen gemeinsamen Außengrenzschutz, der differenziert und registriert haben, der diesem gerecht wird. Und wir müssen unterscheiden und wir müssen immer darauf achten, dass es immer um Menschen geht und es ist eine Frage des Respekts vor der Würde jedes Menschen, dass man ihn in Not nicht alleine lässt.
Das heißt also Seenotrettungen wieder aufnehmen und ja, okay. Und Anlande, sogenannte Anlandeplattformen, wie stehen Sie dazu in Libyen oder Staaten, wo es eigentlich sozusagen keine Rechtsstaatlichkeit gibt? Ich sage Ihnen, ich glaube, jeder, der hier am Podium sitzt, hat mit Ärzte ohne Grenzen, hat mit NGOs, hat mit Menschen, die Flüchtlingslager haben an, oder betreut haben, der Herr Kilian Kleinschmidt und so fort, Erfahrung. Und wir alle wissen, dass es die Frage ist, was passiert mit den Menschen. Und es gibt einen Korruptionskreis, einen Abhängigkeitskreis zwischen Regierungen und diesen Lagern und dem Geldkassieren und die Menschen alleine lassen. Es lässt sich mit einer Einzelmaßnahme nicht regeln. Wir müssen ein Gesamtkonzept auf den Tisch legen und müssen bei den Ursachen von Flucht beginnen. Wenn jemand flüchtet, hat er das Recht auf Asyl und auf eine faire Asylprüfung und auf Integration, wenn er einen Asylvertrag bekommt. Es gibt keine Einzelmaßnahme. Wir haben hier eine europäische, eine nationale und eine globale Verantwortung. Ich sehe im Moment nicht das Beispiel, wo man sagt, mit einer Anlandeplattform oder mit einem Lager ist das Problem gelöst. Wir brauchen hier eine viel differenziertere Gesamtsicht der Dinge und wir brauchen vor allem auch einmal eine Klärung, wo man auch für Asyl ansuchen kann. Und wir brauchen eine Klärung, wie unsere Afrikapolitik ausschaut. Das ist mehr als Entwicklungspolitik. Und daher müssen wir alle Instrumente überprüfen und wir brauchen eine legale Zuwanderungs- und Migrationspolitik. Momentan habe ich das Gefühl, dass manches nur aus der Sicht des Abschiebens betrachtet wird und nicht aus der Sicht der gesamten Regelung dieses Problems, das auch Europa alleine nicht regeln kann. Aber hier haben wir eine besondere Verantwortung. Dankeschön. So, das heißt, wir haben jetzt noch ein ganz kleines bisschen Zeit für eure Fragen, die jetzt gesammelt werden via Saalmikrofon. Ich sehe, du zeigst schon ganz, ganz lange auf, mit genau graues Hemd und lockiges Haar. Da hinten der junge Mann, stehst du vielleicht kurz mal auf? Genau, damit das Mikrofon zu dir kommen kann. Gibt es noch Fragen? Da vorne sehe ich noch eine Frage. Okay, gut. Ja, genau, eine Frau ist eine gute vielleicht auch Frauen, die Fragen haben, aber stell doch bitte mal deine Frage. Ja, ich vielleicht ganz kurz, wer du bist auch. Ganz kurz. Mein Name ist Josef. Ja, und viel mehr ist auch, glaube ich, jetzt gar nicht wichtig, aber ich habe zwei Fragen. Und zuerst mal an die Frau Gamon. Also Sie sprechen sehr abstrakt davon, dass Sie Frauen in Führungspositionen sehen wollen, aber sagen eigentlich, haben überhaupt kein Statement über Frauenquoten abgegeben, außer dass Sie dagegen sind, schätze ich mal. Und wollen eine europäische, die Vereinigten Staaten von Europa einführen. Aber bei der einzigen Frage, wo Sie konkret gefragt wurden, was die Europäische Union eigentlich dagegen tun kann, dass junge Menschen in unbezahlten Praktika arbeiten müssen, fangen Sie an, sich über Nationalstaaten aufzuregen, die sich angeblich abputzen an der EU. Wissen Sie, was mir ein europäischer Pass bringt, wenn ich zum 15. Mal im Monat Nudeln esse? Nix. Also ich würde mich halt interessieren, was sind die konkreten Inhalte, die Sie halt auch wirklich ausformulieren wollen? Weil ich habe von Ihnen jetzt bisher nur sehr viel Blabla gehört und sehr viel Abstraktes. Und dann Herr Karas, Sie als Politiker stören mich weniger persönlich und ich finde es wirklich schade, dass Sie... Sie als Politiker stören mich wirklich persönlich. Traurig, ja, dass Sie für die Liste Kurz antreten, weil Worte wie Demokratie oder Klimawandel von einem ÖVP-Politiker zu hören... Ich hab nicht gehört, was er gesagt hat. Das ist einfach nur zynisch. Ich bin wirklich froh, dass der Herr Wilimski heute nicht da ist, das hätte ich mir sehr ungern angehört. Aber Ihnen möchte ich jetzt eines sagen. So sehr ich Sie als Europapolitiker schätze, ich finde es traurig, dass Sie für diese Liste Kurz antreten. Das ist nicht die Volkspartei, das ist Liste Kurz. Und eines noch, es gibt Organisationen wie Sea-Watch, es gibt Leute, die retten Menschen. Ja, und was machen Sie? Sie stellen sich dahin und sagen, die Küstenwachenkompetenzen sollten ausgeweitet werden. Also jene Küstenwachen, die eben Organisationen wie Sea-Watch davon abhalten, irgendwen zu retten. Ich möchte Sie fragen, was tun Sie, damit solche Schiffe landen können? Und eins noch, jeder, der für die ÖVP antritt, hat Blut an seinen Händen. Danke. Jeder, der für die ÖVP antritt, hat Blut an seinen Händen. Jeder, der für die ÖVP antritt, hat Blut an seinen Händen, hat er mal.
Okay, gut. Musste das nur kurz wiederholen. Okay, ja, das waren jetzt einmal ja, sehr massive Vorwürfe auch natürlich. Ich würde sagen, wir gehen gleich darauf ein, weil das ist, also Frau Gamon, Sie waren angesprochen, Herr Karas. Und dann schauen wir weiter. Ja, es würde mich nicht überraschen. Ich bin eine Liberale. Ich bin nur noch mal gegen Quoten, aber ich bin für eine 50-50-Aufteilung in der Gesellschaft und ich habe eine konkrete Vorstellung. Ich bin seit Jahren Gleichbehandlungssprecherin meiner Partei und ich bin liberale Feministin und der Weg dahin, den möchte ich über Selbstbestimmung für Frauen machen. Mein Ansatz ist, dass ein Großteil in Österreich vor allem des Gender Pay Gaps darauf zurückzuführen ist, auf konservative Rollenbilder, auf eine Ungleichverteilung der Betreuungsverantwortung von Kindern, aber auch von älteren Menschen, die gepflegt werden müssen. Und das muss geändert werden, indem es einen individuellen Karenzanspruch für Männer und für Frauen gibt, indem Anreize für Teilzeitarbeit abgeschafft werden, indem es die Möglichkeit für Frauen auch gibt, Vollzeit zu arbeiten, indem Kinderbetreuung radikal ausgebaut wird. Aber sorry, ich habe beim Thema Quoten halt einfach eine andere Meinung. Und meine Partei hat eine 50% Frauenquote im Nationalrat. Und wir haben eine Parteichefin, die es geschafft hat, dass NEOS als beste Oppositionspartei von 28% der Österreicher gesehen wird. Tut mir leid, ich habe da einfach eine andere Meinung. Du kannst eh auch anderer Meinung sein. Fair enough. Also ich meine, so ist das halt einfach auch in einer Demokratie. Und ich behalte mir das auch vor, hier weiterhin eine andere Meinung zu vertreten, wenn ich das für richtig halte. Gut. Und im Übrigen besonders bei Wahllisten ist es mir schon noch ein Anliegen. Wenn ich mal bei einer Frauenpartei antreten möchte, ist das auch mein gutes Recht. Zum Thema, was hat NEOS übrigens an Konkretem im Programm? Wir haben im Programm Direktwahl des Kommissionspräsidenten, Umwandlung des Rates in eine zweite Kammer des Parlaments, europäische Listen, Abschaffung, Einführung von europäischen Volksabstimmungen oder Volksbefragungen. Beim Thema Finanzen wollen wir langfristig einen europäischen Währungsfonds einführen. Wir wollen europäische echte Eigenmittel haben. Wir wollen im Bereich Forschung, Digitalisierung vorausschauende Regulierungen. Wir wollen die Aufstockung des Forschungsbudgets. Wir wollen mehr Investitionen in Großraumforschung. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, europäische Universitäten zu begründen. Wir wollen beim Thema Umwelt, dass schädliche Förderungen in der ganzen Europäischen Union abgeschafft werden. Wir wollen eine CO2-Steuer in ganz Europa haben. Wir wollen beim Thema Digitalisierung eine Digitalsteuer auf Europa, nämlich eine digitale Betriebsstätte. Gut, aber das ist jetzt sozusagen die Antwort auf die Frage. Ich kann noch alle Kapitel abhandeln aus meinem Programm, wenn ihr noch mehr Konkretes haben wollt. Dankeschön, aber es ging konkret um die Frage, da ging es um beim Thema, es ging um das Thema Praktika. Ja. Es ging um das Thema Praktika. Okay, dann gut, dann beantworte ich das. Bitte. Vereinigte Staaten von Europa bedeuten nicht, dass alles auf europäischer Ebene geregelt wird, sondern das, was dort Sinn macht. Es gilt auch weiterhin das Prinzip, ich stelle mir Vereinigte Staaten von Europa als föderalen Bundesstaat vor. Das, was... Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Europäische Union regeln sollte, wie Praktika bezahlt werden. Sorry, auch da habe ich eine andere Meinung. Es gibt gewisse Dinge, die auch noch nationalstaatlich geregelt werden sollen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass es auch noch andere Bereiche gibt, die dort übrig bleiben sollen und andere auf europäischer Ebene. Das ist kein Widerspruch. Ich habe hier einfach inhaltlich eine andere Meinung. Gut, okay, also die unbezahlten Praktika sind nicht Thema der EU, so wie Sie, Frau Gammon, sieht. Dankeschön. Herr Karas. Wir müssen die Debatte weiterführen, weil ja natürlich jeder jetzt auch in einem Wahlkampf manchmal, da muss ich der Frau Gamon helfen, dass man manches verspricht und ankündigt. Manches von dem ist beschlossen und manches ist im Moment nur nationale Kompetenz, daher müssen wir die Kompetenzen zuerst verändern, um das durchsetzen zu können. Zum Praktiker, natürlich haben wir eine europäische Zuständigkeit in allen Fragen der europäischen Institutionen, das hat die Frau Regner angeschnitten. Wir haben im Europäischen Parlament mit dazu beigetragen, dass es kein nicht bezahltes Praktikum
geben darf. Wir arbeiten an einem Praktikantenstatut und wir sorgen dafür, dass die Praktikanten alle sozialversichert sind. Es gibt bei mir und im Europäischen Parlament, hoffe ich, bei allen Abgeordneten kein unbezahltes Praktikum, weil wir uns dafür eingesetzt haben. Zu Ihrer Frage. Sie haben mich sehr missverstanden. Soll ich Ihnen sagen, warum? Also Sie meinen jetzt die Migrationsphase, also die Seenotrettung und... Erster Punkt ist, es hat Frontex das Mandat nicht gehabt. Und es hat Frontex durch einen Beschluss des Parlaments dieses Mandat erhalten. Und ein Großteil, und ich habe Ihnen gesagt, es ist evident, dass die 730.000 Geretteten auch durch das Zutun... auch das Zutun der Europäischen Union gerettet wurden. Und darüber bin ich froh und ich bin nicht bereit, das zu ignorieren, weil wir einen Beitrag als Europäisches Parlament und als Europäische Union geleistet haben. Und zum Zweiten, ich kandidiere dort, wo ich davon überzeugt bin, dass ich etwas bewegen kann und ich kapituliere nicht vor Meinungen anderer, sondern ich versuche zu gestalten und meine Meinung durchzusetzen. Das Grundsatzprogramm der ÖVP zum Europakapitel habe ich geschrieben. Ich weiß daher, was damit gemeint ist und ich habe es noch immer gelebt. Dankeschön. Eine weitere Frage, vielleicht von der Dame da hinten. Sie haben ja gesagt, wir hätten noch gerne eine Frau. Du kommst dann hoffentlich auch noch dran. Mikro, vielleicht da nach hinten. Bitte? Ja, trotzdem. Wir versuchen da ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit noch reinzubringen. Bitte schön. Grüß Gott, mein Name ist Jasmin Weber. Und meine Frage ist, in der ganzen Diskussion, ich vermisse immer eine gemeinsame Position und das ist genau auch mein Problem mit der Europäischen Union. Es gibt selten eine gemeinsame Position, sei es jetzt zu CO2-Steuer oder generell in dem Klimaschutz. Es gibt einfach nie irgendwie eine gemeinsame Aussage oder eine Positionierung, auch international gesehen. Also meine Frage ist, was will die EU überhaupt bewirken, wenn sie nicht ernst genommen wird, wenn sie nicht sich gemeinsam hinstellt und sagt, ja, das ist unsere Position. Okay, danke schön. Ja, das ist an alle gerichtet. Vielleicht, weiß ich nicht, Herr Kogler? Ja, naja, es sind zwei Themen angeschnitten, weil das Beispiel ist ja wieder der Klimaschutz oder der Klimavertrag gewesen, aber die übergeordnete Frage war Einigkeit oder nicht. Ja, das sehe ich ein bisschen entspannter, ja. Damit muss man in Demokratien grundsätzlich leben. Das Problem ist aber die Konstruktion und die Verfasstheit der Union. Weil natürlich ist es schwierig, wir haben 27, 28 Mitgliedstaaten, das sind unterschiedliche Mehrheiten jeweils, weil, da haben wir mal die Sozialdemokraten in Vorderhand, woanders sind es oder deutlich mehr die Konservativen und wer weiß, was sonst Neues kommt. Machen wir auch die Grünen, da geht es uns meistens besser, jedenfalls, wenn es ums Klima geht. So. Jetzt, da glaube ich schon, dass Sie für andere, dass das andere hier am Podium auch ähnlich sehen werden, dass es sehr viel Sinn macht, Vereinigte Staaten oder vor allem Republik, in meinem Fall Europa zu haben, weil dort, wo die Kompetenzen angesiedelt sind, wenn wir Klimaschutz dort stark hätten, das war ja das Beispiel, dass wir dann zu Mehrheitsentscheidungen dort kommen. Aber dass Sie bei 28 Ländern, wo überall andere Strömungen regieren, nicht automatisch alle einig sind. Das Problem haben wir bei der Außenpolitik und bei der Verteidigungspolitik, die ja eigentlich nur sinnvoll gemeinsam sein kann, wenn es eine gemeinsame Außenpolitik gibt. Das hätten wir ja überall. Ja. Jetzt würde ich, aber es ist komisch, wenn gerade ich als Oppositioneller die Union verteidige, aber eines muss man schon einmal erwähnen. Wäre die Union nicht so konsequent, also relativ konsequent, aber ausreichend konsequent aufgetreten gemeinsam, und da sieht man, dass es die gemeinsame Kompetenz Klimaschutz schon auch was bringt, ja, dann wäre der Pariser Vertrag vielleicht nicht so verabschiedet worden. Jetzt habe ich das selber kritisiert, dass dort nur Ziele drinnen stehen und keine Maßnahme oder fast keine, aber das muss man Schritt für Schritt weiterentwickeln. Aber es ist ein gigantischer Fortschritt, und wenn man jemals das Klima bzw. die Lebensbedingungen auf dem Planeten retten, dann vermutlich wohl deshalb, weil dieser Pariser Vertrag zustande gekommen ist. Ob so ausgeht, wissen wir nicht. Da müssen wir noch viel machen. Das sehe ich ja genauso.
Und jetzt würde ich einfach für demokratische Normalität plädieren. Ja? Es sind sich halt nicht immer alle einig, aber deshalb brauchen wir ja Entscheidungen. Und deshalb, wenn jetzt wenn Klimaschutz wichtig ist, dann soll ich also überlegen, welche Parteien, welche Kandidatinnen und Kandidaten und welche Gruppierungen unterstützt. Es wird nicht anders gehen in der Demokratie. Ja? Und ja, es ist wahrscheinlich besser, Klimaschützerinnen und Klimaschützer zu wählen, als Klimaleugnerinnen, als die Leugnerinnen des Klimawandels. Dafür würde ich einmal plädieren. Die sitzen ja mittlerweile in der österreichischen Regierung. Jetzt kann ich das ja den Türkisen nicht unmittelbar unterstellen. Aber sie haben zu verantworten. Genauso wie, dass die Rechtsextremen als Kellernazis von dorthin in die Belletage der Republik gehievt wurden. Dass die gleichzeitig die Klimawandelleugner sind und die österreichische Klimaschutzpolitik so ausschaut. Wir sind nämlich Letzte in der Europäischen Union beim Klimaschutz. Und das sind halt Dinge dann. Da werden wir in den Nationalstaaten so wählen müssen, wie es dem Gewissen entspricht, hoffentlich, und nicht herumtaktieren und auf europäischer Ebene genauso. Und das, was Sie vermutlich anstoßen, würde genau diese Verfassungsreformen brauchen, dass wir Entscheidungsregeln haben, die zu mehr Entscheidungsfähigkeit führen. Ich glaube nicht, dass sie 5 Millionen Menschen immer alle im Detail gleich einig sind und auch nicht 20 Parteien in Europa. Das ist aber in der Demokratie nicht notwendig, wenn wir gleichzeitig Minderheitenrechte schützen und die Grundrechte einhalten. Und sonst entscheiden große Mehrheiten und hoffentlich für die Überlebensfähigkeit auf diesem Planeten. Okay, vielen Dank, Herr Kugler. Ja, hier eine Frage vorne. Seid gegrüßt, mein Name ist Thomas Schmölz. Ich habe für meine Frage ein bisschen recherchiert, deswegen muss ich auch ein bisschen ausführen. Ich werde mich aber bitte beeilen. Kurz, wir sind schon über der Zeit. Am 16.01.2019 gab es in der Plenarsitzung eine Abstimmung über den Bericht der Europäischen Union bezüglich der Lage der Grundrechte der Europäischen Union. Und jetzt darf ich zitieren. Das Europäische Parlament erkennt... Entschuldigung. Hi. Okay. Das Europäische Parlament erkennt den Einsatz der verschiedenen NGOs an, die im Mittelmeer tätig sind und versuchen, Menschenleben zu retten und in Not geratenen Menschen humanitäre Hilfe zu leisten und weist darauf hin, dass die Seenotrettung eine völkerrechtliche Verpflichtung ist, aufgrund von Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen, wonach, Zitat, jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten ist. Nun ist es so, dass die EVP, die Christdemokraten, im Europaparlament mit 216 Stimmen am meisten Stimmen haben. Nummer zwei sind die Sozialdemokraten mit 185. Alle anderen Parteien befinden sich zwischen 77 und 20 Fraktionslose gibt es auch, zwischen 77 und 36 Stimmen. Wie kann es sein, dass bei diesem Bericht das Abstimmungsergebnis 310 dagegen, 312 dafür und 9 Enthaltungen gibt. Wie kann es sein, dass 310 Abgeordnete, entschuldige Sie, dass ich zitter, wie kann es sein, dass 310 Abgeordnete im Europäischen Parlament sich die dagegen ausgesprochen haben? Das hatte keine politische Entscheidung, das hat einen rein symbolischen Akt, mit dem man diesen Leuten, die da im Mittelmeer, ich kann jetzt nicht sagen, ihr Leben so aufs Spiel setzen, aber die tagtäglich versuchen, Menschen zu retten, dass die vom Europäischen Parlament keine symbolische Unterstützung bekommen. Ich möchte diese Frage an alle richten, aber speziell an den Herrn Karas und an die Frau Regner. Ganz kurz, dass bitte Sie vielleicht. Sie in dieser Zeit im Parlament gesessen Dankeschön. Sind und wahrscheinlich bei dieser Abstimmung mitgestimmt haben. Wollen Sie noch was dazu sagen zum Thema? Ganz kurz, danke. Also, ich mache es da ganz geschwind. Ich bin mir nicht sicher, aber war das nicht sogar ein Bericht, der von meinem Kollegen Joe Weidenholzer verfasst wurde? Der macht normalerweise die Berichte über die Grundrechtssituation in der Europäischen Union. Ja. Also die Geschichte ist die, ich möchte Ihnen nur so viel sagen, wahrscheinlich sage ich es jetzt ganz einfach, es gibt viel mehr grausliche Leute, als man sich vorstellen kann, offensichtlich auch unter den europäischen Abgeordneten und that's it. Und ja, dann war es in dem Fall bei anderen. Und, ja, aber er macht, ich weiß jetzt nicht, ob es 2016, 2017, 2018. Ja, also die Details werden wir jetzt nicht klären können. Also die Geschichte ist die, ich mache es ganz einfach.
Es gibt offensichtlich auch unter den europäischen Abgeordneten genug, die inhuman sind, genug, die mehr oder weniger vielleicht schön wettermäßig erzählen, was sie nicht alles tun und erreichen wollen und dann ganz anders abstimmen. Und deshalb sage ich Ihnen nur, schauen Sie immer ganz genau auf diese Abstimmungsergebnisse. Weil in den Diskussionen habe ich, und jetzt habe ich schon viele Diskussionen hinter mir, oftmals erlebt, was da alles erzählt wird, was da jeder verspricht und sagt, schauen Sie sich immer diese Abstimmungsergebnisse an und kontrollieren Sie auf diese Art und Weise, wie die Abgeordneten tatsächlich eingestellt sind. Also für meine politische Arbeit ist es auf alle Fälle ein Beflügeln, wenn man entsprechend kontrolliert und diese demokratische Kontrollfunktion auch wirklich ausübt. Dankeschön. Eine Frage geht sich noch aus. Da hinten ist ein Herr, der schon lange... Ja. Der Herr Karas, glaube ich, macht Schlussrunde. Es wird, glaube ich, keine Schlussrunde mehr geben. Es wird sich nicht mehr ausgehen, weil wir haben nur noch ganz wenige Minuten. Ja, gut. Dort hinten gibt es noch eine Frage. Bitte schön. Hallo. Ich hätte eine Frage gehabt an die Katharina Anastasio von der KPÖ. Jetzt ist meine Frage, wo ist sie? Wo ist die KPÖ? Wie kann man an der Uni Wien eine Veranstaltung mit allen Spitzenkandidaten machen und nur eine Liste nicht einladen? Genau. Also wie gesagt, ich kann dann noch einmal, ich greife dann noch einmal zurück auf das, was ich zuvor gesagt habe. Von Seiten des Veranstalters, und das ist das Europäische Parlament, wurde beschlossen, dass die 6 Parteien eingeladen werden aufs Podium, die entweder im Nationalrat vertreten sind oder im Europaparlament. Und man greift zurück auf Kriterien bei der Einladungspolitik, die ja relativ üblich sind, auch ORF, Puls 4 und so weiter laden zu Fernsehdiskussionen in der Form ein. Kriterien, die auch über Wahlen hinaus gültig sind, quasi, also unabhängig davon, wie viele Parteien, wie viele Listen zu einer Wahl antreten. Also dieses Mal treten 7 Parteien an, bei der letzten Europawahl waren es 9 Fraktionen. Ja, also das heißt, man muss sozusagen einen Modus finden, wie man eine Diskussion auch sinnvoll führen kann. Aber natürlich, also ich bin ganz bei Ihnen, wir hätten der KPÖ auch gerne das Wort gegeben. Es war eigentlich fix vorgesehen und es ist aber leider niemand gekommen. Ja, gerne, Herr Karas. Ich möchte zu dem, was die Frau Regner gesagt hat, nichts hinzufügen. Das ist eine richtige Antwort auf Ihre Frage. Die zweite, die ich auch sehr seriös sage, ich muss den Bericht des Ganzes kennen. Es kann sein, dass es auch andere Punkte gegeben hat, die zu dem geführt haben und nicht nur dieser Absatz, den Sie herausgestrichen haben. Daher muss ich den Bericht kennen. Ich muss zuerst über den Bericht kennen, damit ich weiß, warum er diese knappe Mehrheit hat. Und wir müssen uns anschauen, wer, wie, wo, wann abgestimmt hat. Manchmal stimmt man mit einer Stimme Unterschied ab. Das ist das Europäische Parlament. Hier muss sich jeder um seine Mehrheit bemühen. Diesen Punkt, der würde mich auch aufregen, wenn das alleine das Abstimmungsergebnis bedeutet hätte. Aber ich möchte mir anschauen, wie dieser Bericht ausschaut und das noch einmal nachvollziehen. Zum Letzten, dass der Herr Kogler gesagt hat, Verfassungsreform. Ja, wir müssen uns eine Verfassungsreform zutrauen in der EU. Wir haben Grenzen und ich kann nur alle einladen, die ein Mehr an Europäischer Union wollen, die eine Verfassungsreform wollen. Das Angebot des Bundeskanzlers, sich um eine Reform der EU, eine Neuordnung des Lissabon-Vertrages zu bemühen, uns Vorschläge zu schicken, wie diese Reform aussehen kann und wo der Lissabon-Vertrag aus eurer Sicht die Grenzen gibt. Ich will eine lebendige Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und die auch in einer Verfassungsreform münden lassen. Ihr seid alle eingeladen, um uns dabei zu helfen, über den Wahltag hinaus. Das war ein gutes Schlusswort von Herrn Karas. Es gehen sich leider keine Fragen mehr aus. Ich sehe zwar, da gäbe es noch Redebedarf, Diskussionsbedarf. Geht sich in der, ja, es geht sich jetzt in der Veranstaltung. Wir sind 5 Minuten vor Schluss. Bitte, Herr Foggenhuber. Was Sie sagen, ist sehr wichtig und ich würde gerne vieles dazu sagen. Ich kann nur mehr eines dazu sagen. Sie reden über eine Mehrheit. Die Mehrheit finden Sie in Österreich mit 60%. Der Herr Bundeskanzler Kurz hat gemeint, wir brauchen hässliche Bilder. Die Realität hinter den hässlichen Bildern, die er will, ist die, die Sie zitieren. Wir haben eine 60-prozentige Mehrheit türkis und blau.
Das ist die Mehrheit, von der Sie reden. Die haben wir im eigenen Land. Die haben wir im eigenen Land. Hier sitzen Sie nicht. Hier sitzen Sie nicht. Hier sitzt im Grunde weder Türkis noch FPÖ. Hier sitzt... Nein, hier sitzt nicht Türkis. Ich will dem Herrn Karas nicht nach allem, was ich von ihm kenne, die Schande antun, zu behaupten, er würde Türkis repräsentieren. Aber nach dieser Diskussion sage ich Ihnen auch einen Eindruck. In den Fragen herrscht ein Gefühl der Normalität vor. Und Ihre Frage hat gezeigt, dass diese Normalität nicht existiert. Das, was Sie gesagt haben und die Reflexion darauf, dass es in Italien, in Ungarn, in Tschechien, in der Slowakei, in Polen so ausschaut, diese Mehrheiten, und dass sie nach Europa marschieren, um es zu zerstören, und dass diese Mehrheit mit 60%, ein bisschen höher, auch in Österreich existiert, das sollte Ihnen klar machen, dass am 26. nicht über Normalität in Europa, sondern über eine gewaltige Auseinandersetzung abgestimmt wird. Dankeschön. Also es liegt auch an euch, 26. Mai zur Wahl zu gehen. Ja, das war Ask, Hashtag Ask 2019. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch an alle Kandidaten, Kandidatinnen am Podium. Und weiter diskutieren geht heute noch im Rahmen von Radio FM4. Wir laden ein ins Café Viel in der Gumpendorfer Straße. Da geht es um die Frage, wem gehört Europa? Dort wird auch eine offene Europadiskussion stattfinden. Danke. Dankeschön.